Moin Moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für Kerbal Space Program 1.9. Wir machen weiter beim Minmus, denn wir haben ja festgestellt, da gibt es ein paar Probleme mit der Umsteigemission. Ganz konkret sind wir nämlich an dieser Mission dran. Wir müssen in die Nähe von Minmus auf einem orbitalen Raumspaziergang gehen. Das habe ich auch schon abgeschlossen. Tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Minmus aus. Ich habe zwar in meiner Rakete zwei Raumfahrzeuge dabei gehabt durch einen Zufall, weil ich so Apollo-Style fliegen wollte. Wir haben das allerdings ja in der letzten Folge probiert und der Auftrag hat nicht ausgelöst und gilt nicht als abgeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt eine weitere Rakete Richtung Minmus hinterher starten, um diesen Austausch des Personals im Orbit zu provozieren. Und dann hoffe ich sehr für uns, das wäre jetzt wirklich super, weil wir haben das Raumschiff schon im Orbit, dass als nächstes die Minmus-Landung tatsächlich in den Karrieremissionen kommt. Das werden wir dann sehen. Aber jetzt einfach noch mal kurz zur Erinnerung, warum wir an dieser Stelle weitermachen. Und dafür suchen wir uns mal eine relativ hoffentlich einfache Rakete raus. Ich glaube, wir können tatsächlich das Moon Rendezvous ein Stück weit recyceln. Da sind wir bei. Ich guck mal hier unten. 6675. Vielleicht reicht uns sogar das Kerbin Rendezvous. Ich glaube, beim Kerbin Rendezvous hatte ich es noch ein bisschen tauglicher gebaut. 3,5, 4,5. Reicht eigentlich auch. Das reicht uns eigentlich auch. Austausch ist ja eigentlich umsteigen, ne? Ich glaube, ich spiele es auf Nummer sicher. Wir gehen jetzt noch mal kurz zur Mission und gucken. Ne, wir können das in der Bauhalle nachgucken. Nach kompatiblen Docking-Ports. Wir bereiten uns auf alle Eventualitäten vor, falls wir auch tatsächlich andocken müssen. Ich gehe ja eigentlich nicht davon aus. So, das ist ja hier unsere Landemission. Die benutzt schon die großen Docking-Ports. Das heißt, wir werden das jetzt ganz schnell ich sag mal, neu konzipieren, allerdings nicht ganz so übertrieben wie beim letzten Mal. Wir werden nämlich einfach eine Stage nehmen, in der wir mit einem großen Pod arbeiten und damit dann auch mit dem größeren Docking Port. Das ist das Minmus Rendezvous. Oh, so rum. Mein Französisch ist überschaubar gut. Hatte ich das bei den anderen schon gespeichert? Speichern und Vorfahren. Rendezvous. Scheint richtig zu sein. Oder ich habe es schon immer falsch geschrieben. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. So, das Ganze bekommt natürlich ein Hitzeschild. Und das Ganze bekommt natürlich auch Fallschirme, damit nichts Schlimmes passiert. Ich mache jetzt mal mit R die Verteilung ein bisschen anders von der Symmetrie und packe die hier an die Seite ran. So. Und dann packen wir hier einen entsprechenden Entkoppler drunter. Und jetzt bauen wir uns mal ein relativ einfach gestricktes Raumschiff, das allerdings sehr, sehr viel Delta-V mitbringt für uns. Und zwar baue ich hier hinten dran das Pudeltriebwerk nach dem 32er Tank. Und wenn ihr das dann seht, haben wir jetzt hier oben 3720 Meter pro Sekunde Delta V, damit zu arbeiten. So, was heißt das ganz konkret für uns? Das heißt für uns, dass wir das als Oberstufe verwenden können. Gleichzeitig damit die Injection fliegen nach dem Minmus raus und tatsächlich sogar noch die Rückkehr fliegen können, ohne eine weitere Stufe zu brauchen. Das Einzige, was wir jetzt bedenken sollten, ist, wir brauchen natürlich Strom an dieser Kiste. Mit R schalte ich das jetzt wieder in eine seitliche Verteilung mit zwei Stück. Na, dann haben wir hier schön Solarmodule. Und was man noch machen kann, einfach um es sicher zu spielen, sage ich mal, ist mit Batterien arbeiten. Wir nehmen jetzt mal zwei große Batterien mit, die wir einfach
über die Solarpanels setzen, damit wir hier ein bisschen Strom auch speichern können. So, und jetzt zur Steuerung. Wir haben in der Theorie hier vorne ein paar Steuerdüsen drin und wir haben hier auch ein bisschen Monotreibstoff. Ich werde das jetzt ein bisschen erweitern. Also, ich fange mal ganz vorne an. Also als allererstes, das weg, Rechtsklick auf den Pott, Lenkschalter einblenden und wir machen Gierung, Neigung und Rollwinkel aus. Die wollen wir nicht. Und dann nehmen wir hier die Steuerdüsenblöcke und packen die uns mal in einer Vierfachverteilung. Mit X könnt ihr das hochschalten. Hier rein. Was ihr gucken könnt dabei ist, wo ist mein Center of Mass? Das könnt ihr hier einblenden, also mein Masseschwerpunkt. Der wird sich ein bisschen verschieben. Also wenn wir nachher Treibstoff verbrauchen, geht er ein bisschen nach vorne. Also geht mal davon aus, wir kommen bei Minmus irgendwie mit so viel Treibstoff ungefähr an. Das ist jetzt auch keine super exakte Wissenschaft. Aber versucht dann ungefähr die Sachen hier zu haben, wenn ihr nur manövrieren wollt. Achtung! Das ist nicht gut, wenn ihr drehen wollt. Wenn man im Masseschwerpunkt sitzt und man will sich drehen, also wirklich das, was ich gerade ausgeschaltet habe, Gierung, Neigung, Rollwinkel über RCS, ist das da gerade eine ganz schlechte Idee. Ich baue die jetzt dahin, weil ich möchte, dass so wenig wie möglich Seitenimpuls entsteht, wenn ich die Dinger zünde, weil ich damit fahren möchte. Also vorwärts, nach links strafen, nach rechts strafen, nach oben oder nach unten strafen. Dann machen die in der Mitte Sinn. Wenn ihr drehen wollt, machen Sie natürlich so weit wie möglich vorne oder hinten Sinn, um eine gewisse Hebelwirkung zu erzielen. Also nicht wundern, wenn ihr die hier ins Massezentrum legt und dann dreht sich eure Rakete nachher nicht, ne? Das ist dann halt nicht so. Also das erklärt sich relativ klar, warum so ist, weil ihr sitzt halt in der Mitte und wenn ich in der Mitte was zünde, dann dreht sich halt auch nichts. So, Masseschwerpunkt wieder aus und den Sprit natürlich wieder rein. Und wir nehmen der Form halber, wir hatten das beim letzten Raumschiff ja auch so gemacht, für so Undock-Dinge, zwei von diesen. Shift-X bringt es runter auf zwei. Und wir machen die hier einfach an der Stelle, wo wir eh schon die Solarpaneele haben. Zwei von diesen zusätzlichen Monopropellant-Tanks mit ran. Das gibt euch ein bisschen mehr Puffer, falls ihr docken müsst. Ich gehe im Moment davon aus, dass wir es nicht müssen für die Mission, aber ich bereite mich halt auf alle unwahrscheinlichen Probleme vor. Gut, dann haben wir jetzt die Rakete. Und an das ganze Teil kommt dann ein Entkoppler tatsächlich wieder ran. Und wir können das Ganze in ein 2,5 Meter Nutzlast-Fairing packen. So. Aber da, das war ein bisschen zu schmal. Sehr schön. So, dann haben wir hier eine relativ kompakte, also kompakt im Sinne von, die wiegt trotzdem 26 Tonnen Nutzlast. Aber die hat vor allen Dingen auch schon sehr viel Delta-V mit dabei. Das heißt, wir müssen jetzt nicht mehr so riesig viel tun. Ich nehme jetzt einen großen 64er von Rocomax, also den Jumbo 64. Das ist der 2,5 Meter Tank. Und ich hänge da jetzt nochmal den 32er, also den, den wir hier oben auch benutzt haben, ran. Und jetzt probieren wir mal, ob das kleine Triebwerk noch reicht. Also als erstes wäre der Versuch, mit dem Skipper zu gehen. Der Skipper wird aber vermutlich, ich habe zumindest die Vermutung, dass der nicht mehr reichen wird. Ja, 0,70 ist ein bisschen knapp. Wir wollen ja über 1 haben. Also tauschen wir das Ganze gegen den Hauptsegel aus. Und der Hauptsegel hat dann 1,63 Schub-Gewicht-Verhältnis. Das heißt, wir können hier sogar noch potenziell ein bisschen mehr machen. Ich würde jetzt mal Folgendes tun. Wir setzen uns hier noch einen. Ah, da kann ruhig ein 16er noch mit runter. Ein 16er Tank noch mit rein. Dann sind wir bei 1,60. Das ist immer noch safe. Und es gibt uns noch mal ein paar Delta V extra, mit denen wir arbeiten können, falls irgendwas nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Genau, Achilles schreibt, für die Orientierung im Raum gelten dann die Hebelgesetze ausgehend vom Schwerpunkt.
Maybe, aber ja, auf jeden Fall Hebelgesetze, weil wenn ich natürlich aus der Mitte heraus oder an der Mitte die Kraft ansetze, um etwas zu drehen, dann dreht sich halt nicht viel. Je länger ich den Hebel mache nach außen, umso weniger Kraft muss ich dann aufwenden fürs Drehen. Ich denke darauf, oder ich vermute, dass du dich darauf beziehst. Und das ist zumindest meinem bescheidenen Physikverständnis nach auch korrekt. So. Zack. Kein Reaction Wheel. Vielleicht mal zwei Worte zum Reaction Wheel. Reaction Wheels können Sinn machen oder Reaktionsräder oder hier Linearstabilisatoren, die uns Folgendes geben, nämlich Neigungsdrehmoment 5, Gierungsdrehmoment 5, Rolldrehmoment 5 oder auch hier 15, 15, 15. Es gibt später noch ein größeres. Das gibt, glaube ich, 25, 30, ich weiß es nicht. Also, wie ihr vielleicht feststellt, sind das exakt die Lenkschalter, Gierung, Neigung, Rollen, die ich ja ausgeschaltet habe, weil ich die über das Reaktionsrad mache. Jetzt ist es aber so, deshalb nehme ich die bei den Kapseln meistens nicht mit, wenn ihr kein übertrieben großes Raumschiff baut, und Spoiler, Spoiler, das hier ist kein übertrieben großes Raumschiff, dann habt ihr, wir gucken uns jetzt gerade die Kommandokapsel an, die wir benutzen, in der Kommandokapsel ein integriertes Reaktionsrad drin. Das habt ihr auch in der kleinen Kommandokapsel. Irgendwo da, nur sehr viel schwächer. Und hier haben wir ein Reaktionsrad mit 15, 15, 15 drin. Das entspricht also von der Leistung her diesem Reaktionsrad. Das ist bereits integriert. Deshalb baue ich keins extra ein. Also, sehr gute Frage übrigens, aber das ist mal die Erklärung dazu. Deshalb baue ich keins extra ein, weil mir das ausreicht. So, wenn ihr jetzt sehr schnell so Fighterjet-mäßig eure Rakete drehen wollt, natürlich, kann es Sinn machen, dieses Reaktionsrad noch mit einzubauen. Ich bin jemand, der eher, ich sag mal, überschaubar schnelle, ruhige, überlegte Manöver fliegt und dann das Raketchen eher langsam drehe. Deshalb reicht mir im Normalfall in meinen Designs diese integrierten Reaktionsräder aus. Genau. Aber das nur mal zur Erklärung. Es ist nicht so, als dass hier kein Reaktionsrad dran ist. Es ist einfach eins in der Kapsel integriert. Baut ihr sehr große und schwere Raketen, kann es natürlich Sinn machen, weitere Reaktionsräder mitzunehmen. Das merkt ihr dann, wenn ihr fliegt und die Rakete sich einfach nicht drehen will. Was ist der Unterschied zwischen den drei Drehmomenten? Ich versuche es mal mit meiner Hand zu zeigen. Also, Neigung müsste hoch und runter sein. Also mit der Nase hoch und runter wippen. Gierung müsste links und rechts mit der Nase wippen sein. Und drehen, also rollen, ist quasi sich in sich drehen. Also im Prinzip WASD und Q und E in Steuerung ausgedrückt. Das sind diese drei Bewegungsebenen, in denen ich quasi mit meiner Nase vom Raumschiff mich irgendwo hindrehe. Also klassische Kurvenfliege, hochziehe, runterziehe oder eben beginne zu rollen. Das sind diese drei Ebenen, über die wir da gesprochen haben. So, wir haben jetzt insgesamt mehr, wirklich mehr als genug Delta V zur Verfügung. Unser Schubgewichtverhältnis ist auch völlig ausreichend. Das heißt, wir packen jetzt hier ein paar Starthilfen noch ran, damit wir nicht auf den Boden der Tatsachen zurückfallen, bevor wir gestartet sind. Genau, das heißt, dass man alle Richtungen gleich gut drehen kann. Genau, ich glaube, im Standard Kerbal Space Program gibt es keine Reaktionsräder, die mir bekannt wären, zumindest die denen Rollunterstützung oder sowas fehlt. Kann natürlich sein, dass es das eventuell in manchen Mod-Sets gibt, aber sprengt den Rahmen dieses Vanilla-Tutorials. So, wir nehmen nur einen einzigen Kerbal mit. Und da würden wir jetzt mal den Jebediah nehmen, der ist auch längere Zeit nicht geflogen. Jebediah fliegt jetzt zum Minmus und würde sich versuchen, darin einmal umzusteigen, um unseren Auftrag zu erledigen. Wie ihr seht, sehr einfache, sehr straightforward Rakete. Keine großen, hübschen Dinge, die da mit dran sind. Das sollte eigentlich völlig ausreichen. Genau, Fallschirme checken wir nochmal. Das sieht gut aus. Staging sieht auch gut aus. Ich würde sagen, wir können losfliegen.
Wird Jeb zurückkommen? Natürlich wird Jeb zurückkommen. Ich bin unbesorgt. So, mit T schalten wir das SRS an. Das könnt ihr auch immer hier machen, aber T geht auch. Guckt nochmal, dass ihr auf Vollschub seid und dann geht's auch schon los. Wir fliegen als allererstes mal in eine Kerbin-Umlaufbahn. So, relativ einfache Geschichte. Wie gesagt, die Rakete sollte auch wirklich entspannt zu fliegen sein. Da sind keine Booster Separations oder sonst irgendwas, was euch den Tag verderben kann, sondern ihr könnt einfach gemütlichst quasi geradeaus nach oben fliegen. Ich habe hier wieder diese leichte Neigung schon mal eingebaut und das Ganze jetzt in ein Prograde oder rechtläufig, dass Jebediah sich drum kümmert. Und dadurch passiert jetzt, wie gehabt, der Gravity Turn. Und ich hatte in letzter Zeit öfter mal auch Diskussionen darüber, wie schnell macht es Sinn, gegen die Atmosphäre anzukämpfen. Ihr seht das an der Rakete eigentlich immer ganz gut. Seht ihr, was jetzt passiert? Jetzt kommen hier so Überschalleffekte an der Rakete. Jetzt ist so der Punkt, wo man sagen kann, so langsam kann man vielleicht mal ein bisschen Schub rausnehmen, aber da wir auch schnell steigen, wird es nicht schlimmer und sollte sich dann auch irgendwann legen. Wenn die Rakete dann irgendwann das Glühen anfängt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal ein bisschen Schwung rausnehmen. Ich bin persönlich eher ein Freund des etwas flinkeren Aufstiegs, um diesen Gravity Turn schnell hinter uns zu bringen, weil dieser Kampf gegen die Gravitation eben auch sehr, sehr viel Treibstoff kostet und es da manchmal interessanter ist, schnell zu fliegen. Jetzt seht ihr, hier kommen die ersten Hitzeffekte. Jetzt nehme ich auch mal ein bisschen Schub raus, weil wir noch ein bisschen niedrig sind. Wir driften ja nach oben. Das heißt, wir gewinnen immer mehr an Höhe, kommen dadurch in immer dünnere Atmosphäre. Und wenn ich diese Hitzeffekte jetzt sehe, wie gesagt, nehme ich kurz mal Schub raus. Ich steuere jetzt gerade ein bisschen manuell mit, um flach zu bleiben. Gehe jetzt hier schön auf den Horizont meines Nevballs. Also wenn ich hier immer vom Horizont rede, beziehe ich mich auf diese Linie, auf dem Nevball. Und wenn ich jetzt denke, ja, hier sieht es eigentlich ganz gut aus, wir haben eine gewisse Höhe erreicht, dann schiebe ich den Schub auch wieder hoch und bekomme jetzt keine von diesen Hitzeeffekten mehr, weil ich eben schon die Höhe entsprechend habe. So, cooler Stratege fragt jetzt, wenn ich unter 50 Kilometer mit Gravity Turn anfange, verabschiedet sich die Kontrolle. Das ist ein sehr guter Punkt. Ich werde jetzt aus genau diesem Grund, also mein Start war soweit in Ordnung, aus diesem Grund nochmal reverten, um genau auf die Frage nochmal einzugehen. Und zwar, wir machen Flug zurücksetzen auf Start zurücksetzen. Warum verlierst du die Kontrolle? Ich zeige dir jetzt mal, was viele machen. Ich zeige euch jetzt mal ganz bewusst einen Start, der wahrscheinlich in die Hose gehen wird. Vielleicht habe ich auch Glück, aber was ganz viele machen, was ich ganz oft sehe, und das ist einfach falsch. Achtung, es startet jetzt die falsche Präsentation. Was ich ganz oft sehe, ist, dass sehr exakt nach oben erstmal geflogen wird. Also, viele haben ja gelernt, so ja, bei 10 Kilometer mache ich meinen Gravity Turn. Das heißt, es wird jetzt erstmal senkrecht nach oben geflogen auf 10 Kilometer Höhe. Weil ist ja einfach, dann mache ich meinen Gravity Turn. Was jetzt aber passiert? Die Rakete baut Geschwindigkeit auf und um die Rakete herum entsteht ein aerodynamischer Kanal, in dem sie sich bewegt. Nutzlasten wollen nach vorne, Drag will nach hinten und der Kanal, in dem ich mich bewege, wird markiert durch diesen gelben Marker. Das ist meine Prograde-Richtung, in die ich momentan fliege. Um mich herum bewegt sich Luft mit über 300 Meter pro Sekunde und das wird noch schneller. Bis ich auf der Höhe von 10 Kilometern bin, sind das gerne auch mal 400 Meter pro Sekunde. Jetzt nehme ich ein bisschen Schub raus und von mir aus auch Vollschub. Und jetzt 10 Kilometer, jetzt mache ich meinen Gravity Turn. Jetzt beginnt sich meine Rakete schon dagegen zu wehren und ich habe jetzt Glück, dass meine Rakete scheinbar willens ist, sich nicht umbringen zu lassen. Also sie ist stabil genug, was dann passiert. Man flippt sonst irgendwas. Genau, wir können auch F12 mal mit reinbringen. Direkt noch einen Screenshot gemacht. So, ich habe jetzt hier nämlich eine starke Seitenwirkung drauf. Und ihr seht das hier auch anhand dieses Tracks, weil ich mich eben nach oben bewege. Das ist nicht mein Prograde. So, und jetzt zeige ich euch mal, was der Unterschied ist, warum die Gravity Turns bei mir so einfach wirken, weil der Witz ist, dass ich es mir eigentlich sogar sehr viel leichter mache als dieses Verfahren und dadurch aber dieses Trudeln und auch mit sehr großen, komplexen Raketen, dieses Kippen ganz stark vermeide.
Wir machen nochmal Flug zurücksetzen. Gute Erwähnung übrigens mit dem F12. Ich hoffe, das bleibt an. So. Und jetzt gucken wir mal. Also mit F12 konnt ihr so Aerodynamik ein- und ausschalten. So, und jetzt gucken wir mal, was mache ich denn? Also, wenn ich starte mit Vollschub. Und jetzt achtet mal sehr genau auf das, was hier am Navball passiert. Vielleicht behaltet ihr hier auch ein bisschen die Augen drauf, um zu sehen, wie ich mit der Rakete steuere. Aber lasst uns mal hier bleiben mit den Augen, unten auf dem Navball. Ich starte die Rakete und gehe direkt nach dem Start in so eine ganz leichte Neigung, 5 bis 10 Grad, also eher 5, in Richtung Osten, weil dahin will ich nachher drehen. Jetzt lasse ich die Rakete hochlaufen auf der 5-Grad-Marke bis ungefähr, das ist bei jeder Rakete ein bisschen anders, hier war es vorhin auch zu wenig, auf ungefähr 120 und gehe dann einfach auf rechtläufig. Wenn ich das noch nicht habe mit meinem Piloten, folge ich diesem gelben Pünnübel. Jetzt habe ich es ein bisschen zu aggressiv wahrscheinlich sogar gemacht, ist aber auch nicht ganz so wild. Und was jetzt passiert, ich steuere jetzt gar nicht, also das macht gerade das SRS für mich, okay? Das SRS fliegt jetzt diesen Gravity Turn und bleibt aber die ganze Zeit innerhalb dieses gelben Markers, okay? Das war jetzt ein bisschen überdeutlich. Aber was jetzt passiert ist eben, mein gesamter Drag ist inline mit der Rakete. Okay, also ich habe nicht irgendwelche seitlichen Kräfte. Wenn ich das jetzt aufheben würde, bekomme ich nach und nach seitlichen Drag drauf. Seht ihr das? Hier entsteht jetzt ein Lift. Das heißt, meine Rakete beginnt tendenziell nach oben zu gehen. Mit der Nase. Das heißt, an irgendeinem Punkt, wenn sich das zu stark aufbaut, wird sie flippen. Ich bin recht zuversichtlich, dass die Rakete jetzt eigentlich stabil genug sein sollte. Aber ihr seht, das alles beginnt sich aus meiner Flugrichtung zu entfernen und drückt die Rakete hoch. Und deshalb ist es so wichtig, den Gravity Turn relativ am Anfang zu fliegen. Ich mache ihn jetzt mal nicht so überdeutlich, sondern ich mache mal das Normale wieder. Das hat viele, viele Effekte. Erstens, ihr könnt viel größere Raketen stabil durch die Atmosphäre bekommen, während ihr gut beschleunigt. Das Problem ist nämlich, wenn ich langsam mit dieser Riesenrakete hocheier, erstmal frontal gegen die Gravitation, verbrauche ich unheimliche Mengen an Sprit. Das macht es sehr ineffizient und macht die Rakete noch größer und noch komplexer. Fliege ich also einen sauren Gravity Turn, und jetzt versuche ich mal von Anfang an F12 anzulassen. Fliege ich von Anfang an einen sauberen Gravity Turn, spare ich mir unheimlich viel Treibstoff. Ich zünde jetzt mal. So. Gebt der ganzen Sache ein paar Meter, das ist auch völlig in Ordnung. Und dann beginnt ihr aber relativ schnell diesen kleinen Turn zu machen. Ja, auf die 5 Grad, das ist dieser innere Kreis, hinarbeiten. Und wenn ihr dann bei 120 Metern angekommen seid, bei 100 Metern ist auch durchaus möglich, dann klingt ihr einfach den Prograde rein und lasst Jebediah oder wer auch immer euer Pilot ist, das in aller Ruhe machen. Im Idealfall, wenn ihr das gut trefft, das ist ein bisschen Übungssache. Ihr seht, auch ich treffe das nicht immer perfekt. Ich bin oft noch zu steil. Das hier wird jetzt wahrscheinlich relativ knapp, wahrscheinlich ein Ticken zu flach. Im Idealfall auf 10 Kilometer Höhe trefft ihr den 45-Grad-Ring. Dann habt ihr einen sehr, sehr guten Gravity-Turn hinbekommen. Unserer ist jetzt sehr nah dran. Wir sind jetzt auf den 45 Grad und haben auch gerade die 10 Kilometer passiert. Wir lassen ihn dann einfach weiter drehen und wenn zu viele Effekte kommen für Überschall und so weiter, können wir auch ein bisschen Druck rausnehmen. Hier sieht es alles gut aus. Ich habe nicht übermäßig viel Drag auf der Maschine drauf. Es sind fast keine Effekte irgendwie, die uns bremsen und jetzt kommen langsam die Hitzeeffekte. Deshalb nehme ich jetzt mal ein bisschen Schub raus, damit die Maschine sich ein bisschen entspannen kann und nicht überhitzt. Und ich habe nicht gesteuert währenddessen. Das ist alles über den Prograde-Marker passiert. Das heißt, ich habe es mir eigentlich sogar einfach gemacht. Hätte ich das jetzt noch nicht, hätte ich natürlich so ein bisschen dem gelben Marker gefolgt. Aber der wichtige Punkt ist, dieser gelbe Marker, das ist euer Flugkanal, dem ihr quasi folgt. Weil um den herum bewegt sich mittlerweile Luft mit 1000 Metern pro Sekunde, die halt eure Rakete, gerade wenn sie schwerer wird nachher, sehr in Bedrängnis bringt. Okay, also sorry jetzt für dreimal Revert, aber ich glaube, das war gut, das mal im Detail zu erklären. Und wie ihr gesehen habt, das war jetzt ganze Zeit, das Aerodynamic Overlay war an. Man sieht es hier noch so ganz leicht. Wir haben fast keine aerodynamischen Effekte auf der Rakete gehabt, weil sie hat keinen Lift entwickelt, sie hat keinen großartigen Drag oder sowas hinten drauf bekommen. Ganz bisschen durch die Flossen, aber das ist auch die Intention dahinter. Die sind aber eher dafür da, dass wenn sie ausbricht,
sie wieder zurückgeholt wird. Okay. So, jetzt gehe ich mal wieder auf Schub, weil wir müssen noch ein bisschen Höhe machen und wir sind ja mittlerweile auch auf über 40 Kilometern. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Staging. Wir kriegen hier noch ein bisschen Hitzeffekte rein. So muss das. Aber das muss das Boot abkönnen. Wir sind halt auch schon fast auf Orbitgeschwindigkeit. Wir machen jetzt das Fairing auf. Schwuppdiwupp. Und verabschieden uns von unserer ersten Stage. Und fliegen weiter mit unserer Oberstufe. So, gleich die Solarmodule raus, bevor man es vergisst. Und dann drehen wir uns mal einmal in die korrekte Richtung. Das sind hier diese beiden Äuglein, aber hier seht ihr es auch auf dem Navball, wie das aussehen sollte. Und dann gehen wir so auf 80 Kilometer hoch und lassen uns jetzt ein bisschen coasten. Also, ganz wichtig, tatsächlich bei Kerbal Space Program, die zwei Dinge, mit denen man unheimlich viel erreichen kann. Ich hatte es ja letztes Mal schon gesagt, dass Docking sehr, sehr wichtig ist, deshalb machen wir das so exzessiv. Und deshalb bin ich jetzt auch nochmal auf den Gravity Turn ein bisschen eingegangen. Macht ihr diese beiden Dinge gut, fliegt ihr einen guten Gravity Turn und könnt ihr docken, stehen euch eigentlich viele Dinge offen, wo manche dann in KSP nur mit sehr viel Mühe und Not oder sehr, ich sag mal, körbeligen Raketen hinkommen. Ein guter Gravity Turn spart unheimlich viel Sprit und eben Docking ermöglicht euch, große Raumschiffe dann im Orbit zusammenzubauen. Somit könnt ihr eigentlich alles tun, was ihr wollt. Und wenn es euch irgendwie beruhigt, ich bin am Anfang meiner KSP-Karriere, als ich das erste Mal gespielt habe, auch erstmal auf 70 Kilometer geflogen, habe dann seitlich gedreht und bin in den Orbit geflogen. Unheimlich spritineffizient. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Also fliegt ihr den Gravity Turn sauber, dann tut ihr euch einen großen Gefallen. Ich hau jetzt mal den Zeitraffer rein, dass wir uns Richtung Apoapsis bewegen, damit wir da den Orbit rund machen können. Dafür brauchen wir auch nicht mehr allzu viel. Ich gehe jetzt einmal kurz auf Vollschub. Das geht relativ flink. Genau, ich wurde als KSP-Experte geboren. Ja. Damals an der Juri Gagarin-Schule haben sie mir das schon beigebracht. Im Unterrichtsfach Orbitalmechanik. Grundstufe. So, das reicht mir. So. Jetzt haben wir unseren Orbit soweit fertig. Wenn man sonst immer die Kontrolle verliert und gar nicht ins All kommt, besser als nichts. Das ist richtig. Natürlich ist das völlig in Ordnung, das so zu machen, wenn das der einzige Weg ist. Ich zeige nur den Gravity Turn deswegen, weil der eigentlich genau dafür gut da ist, große Raketen ins All zu bekommen. Und meiner Meinung nach, wenn man das einmal halbwegs hinbekommen hat, tatsächlich sogar die einfachere Variante ist. So, aber auch hier gilt natürlich, richtig ist, was funktioniert für einen selbst. Das heißt, wenn jemand für sich entscheidet, mein Spielstil Kerbal Space Program ist, gerade nach oben zu fliegen, auf 70 Kilometer seitlich zu fliegen, na klar, also um Himmels Willen, do it. Ist ja hier nicht die ESA oder die NASA. Es ist Kerbal Space Program. So, Manöver hinzufügen. Gut, wir gucken mal, ob meine Faustformel wieder funktioniert. Minmus kommt nachher von da und bewegt sich nach unten. Das heißt, wir müssen hier nach oben ziehen, weil wir auf der anderen Seite sind. Trari, trara, es funktioniert. Wir ziehen das auf 0,0. Hatte ich übrigens einen schönen Einwand noch bekommen in den Kommentaren, der auch völlig korrekt ist. Nämlich, wenn man rausfliegt nach Minmus und diese Korrektur erst auf dem Weg nach Minmus macht, kostet das weniger Sprit. Das ist richtig. Das ist absolut richtig vom Einwand her. Ich fliege so, weil es so ein bisschen einfacher ist, als den richtigen Punkt zu finden am Minmus vorbei und noch das nachzutarieren. Es gibt übrigens noch eine dritte Möglichkeit, die wollte ich euch nicht vorenthalten. Wenn Minmus gerade an der Position vorbeikommt, wo ihr mit der Inklination, mit dem Ascending oder Descending Node, also dem aufsteigenden oder absteigenden Knoten, euch kreuzt. Hier ist es nicht ganz. Das wird nicht ganz funktionieren, aber ich übertreibe jetzt mal mit Stoff geben, damit man mal den Effekt sieht. Dann kann man sich auch hier treffen, potenziell. Okay.
Also es besteht die Möglichkeit, einfach auch zu sagen, an genau dieser Stelle, wo wir uns kreuzen, kann ich Minmus abfangen. Ich kann das mal zeigen, indem wir jetzt mal, das ist eine sehr theoretische Manöverplanung, das will ich jetzt gar nicht machen, weil das sehr lange dauert. Achso, ja, wir müssen jetzt wirklich sehr lange klicken. Könnte es auf der anderen Seite, könnte man es machen. Also, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Glaubt mir einfach, dass wenn ich hier sehr lange drauf drücke, werden wir irgendwann Minmus treffen. Warum funktioniert das hier? Weil hier unsere Umlaufbahn und die Minmus-Umlaufbahn sich kreuzen. Das bedeutet diese gestrichelte Linie. Das heißt, ich kann hier einfach ohne eine Inklinationsanpassung hinfliegen und mich dann in eine Umlaufbahn mogeln. Das spart eventuell noch mal ein paar Delta V, ist aber zeitlich halt gebunden. Das ist wie vieles bei Weltraumflügen. Wenn ihr die Zeit habt zu warten auf den idealen Moment, nenne ich es jetzt mal, könnt ihr hier einen direkten Inject machen ohne die Anpassung. Wir haben das Problem nicht. Wir haben 3107 Delta V mitgenommen. Wir werden jetzt also schön unsere Anpassung machen. So. Zack, wir gehen nach oben, bis wir so bei 0,0 ungefähr rauskommen. Plus minus bisschen. Sehr schön. Genau. Hühner Paul, ich weiß leider nicht, auf welchen Skycrane du dich beziehst. Ich habe in einer Serie einen, der kommt aus einem Modpack. Müsste ich jetzt aber selber nachgucken, wo der herkommt. Kann ich dir gar nicht ad hoc beantworten. Und ich habe auch schon mehrmals welche selber gebaut. Deshalb kann ich es nicht genau beantworten. Wenn du so eine schmale graue Scheibe meinst, aus der dann so Düsen seitlich rausklappen, wenn man die aktiviert, das ist aus einem Modpack. Alles andere ist selber gebaut. So. Gut, wir machen unser Manöver. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Zeitraffer bis dahin. Ist auch gar nicht so weit. So, und hier machen wir jetzt unsere Inklinationsanpassung, wie gehabt, beim letzten Flug ja auch. Und bringen uns erstmal in Richtung. Gleichen unseren Orbit von der Inklination her an den Minmus-Orbit an und dann fliegen wir nach Minmus rüber. Aber Hühner Paul, komm gerne mal morgen, wenn du Zeit hast. Morgen streame ich ab 19:30 Uhr. Da spiele ich das Modpack, wo dieser Skycrane mit drin ist. Da kann ich mal versuchen zu gucken, aus welchem Mod der kommt, falls das jetzt keiner im Chat beantworten kann. Also komm sonst gerne morgen nochmal vorbei und stell exakt diese Frage nochmal, weil ich es garantiert bis dahin vergessen habe. Ich kenne mich. So. Zündung. Los geht's. Da kommt die Antwort im Chat auch schon. Chat, ihr seid wie immer sehr, sehr toll. Da hast du deine Antwort sogar schon. Kannst trotzdem gerne morgen um 19:30 Uhr vorbeikommen. Aber schön, dass da die Antwort da ist. Ich kann dazu auch übrigens immer wieder empfehlen, mal im Discord vorbeizugucken. Für die, die jetzt im Twitch-Chat sind, Ausrufezeichen Discord, dann gibt euch der Bot den Link. Für diejenigen, die das auf YouTube eventuell sehen, ihr könnt auch einfach kurz dem Link zum Twitch-Kanal folgen, auch wenn ich gerade nicht online bin. Mit Ausrufezeichen Discord bekommt ihr einen Link. Da sind mittlerweile, ich glaube, wir sind weit über 500 Leute mittlerweile in diesem Discord-Kanal. Viele davon mit einem gewissen Interesse an Kerbal Space Program. Das heißt, da habt ihr jederzeit eine total tolle Community, die ihr fragen könnt zu All Things Kerbal Space Program, weil ich bin ja jetzt bei weitem nicht der Einzige, der irgendwie KSP spielt und wo auch viele Fragen nochmal beantwortet werden, wo sich ausgetauscht wird zu kommenden Raketenstarts und so weiter und so fort. Also guckt da gerne vorbei.
Nebenbei kündige ich da auch meine Streams an. Das kommt allerdings eher so einmal die Woche vor. Und ansonsten ist das gerne eure Spielwiese. Um euch auszutauschen. Warum fliegt man eigentlich immer in Nord-Südpol-Orbit? So wie ich jetzt fliege, das ist ein nicht mehr ganz Äquatorial-Orbit. Also der Nord- und Südpol ist ja hier oben. Das heißt, cooler Stratege, formuliere gerne nochmal die Frage. Ich verstehe noch nicht genau, ganz genau, worauf du hinaus willst. Das ist bestimmt eine total legitime Frage. Aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Gerne nochmal sagen, worauf du genau oder was genau deine Frage ist. So, wir fliegen jetzt raus nach Minmus. So. Ohne es zu merken, immer über beide Pole fliegt. Also ich fliege in dem Orbit nicht über beide Pole. Weil Nordpol ist hier oben, Südpol ist hier oben. Ich fliege den blauen Kreis. Kein Pol. So. Also wir fliegen jetzt erstmal hier hin. Ich mache erstmal nur so einen groben Inject raus. Wir machen dann gleich noch eine kleine Korrektur, um die anderen zu treffen. Auch hier wieder exzessiver Gebrauch des Zeitraffers. Den blauen Orbit siehst du nicht. Den da. So. Genau, ich vermute, du verwechselst das. Vielleicht guckst du ja auf dem Handy oder sowas und hast das Bild nur sehr klein. Das hier ist ein früherer Satellit. Da hatte ich einen Auftrag, einen Polarorbit zu machen. Das ist aber nicht mein jetziges Raumschiff. Mein jetziges Raumschiff fliegt hier unten in diesem kleinen blauen Kreis. Eventuell auf einem Handy-Display etwas schlecht zu erkennen. Genau. Das ist ein alter Auftrag. Das war speziell ein Polarorbit. Da ist ein Satellit einfach unterwegs. Der Polarsat, weil ich ein kreativer Mensch bin, was Namen angeht. So. Und dann würde ich sagen, Feuer frei. Tatsächlich gibt es auf meinem YouTube-Kanal eine kurze Anleitung, wie man CKAN benutzt. Also C-K-A-N. Da hat sich nicht so viel dran geändert. Ich kann für Modding, wenn man selber sich nicht so sehr damit beschäftigen will, CKAN sehr empfehlen. Da lädt man sich eine Excel-Datei runter, die legt man sich in den Kerbal Space Program Ordner rein, startet das, sucht sich die Mods aus, die man haben will, hakt die an und dann kümmert der sich um alles. Hat hier jemand Prola gesagt? Nein, niemand hat Prola gesagt, aber schön, dass du da bist, Prolaric. Wie lange spielst du KSP schon? Ich müsste nachgucken tatsächlich, seit wann ich es besitze. Ich würde jetzt irgendwo denken, ich hatte das mal rausgesucht. Ich weiß nicht, wann ich es mir gekauft habe tatsächlich. Ich hatte das vorher schon mal bei einem Kollegen gespielt. Also auf jeden Fall war die Versionsnummer noch nicht 1.0. So. Ich glaube, ich habe mit der 025 angefangen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Also ich würde jetzt mal sagen, 5 bis 6 Jahre plus ist safe. Ich weiß nicht, wie weit ich mich auf der 7- und 8-Jahres-Ebene aus dem Fenster hängen kann. Ich habe tatsächlich den Tag nicht mitgestockt. Ich wusste nicht, dass es ein prägendes Ereignis meines Lebens sein wird, mit KSP anzufangen. Jetzt habe ich ein bisschen spät gestoppt, ist aber nicht ganz so wild. Wir korrigieren ja gleich noch. So. Sehr schön. Wir sind unterwegs. Jetzt gucken wir mal an sich zentrieren auf den Minmus. Wir haben jetzt hier schon Raumschiffe im Orbit. Wie wir feststellen, haben wir uns ja hier für einen Polarorbit entschieden, weil wir sehr viele Biome abgrasen wollten. So, das heißt, wir sollten natürlich tunlichst gucken, dass wir mit unserem Anflug, der jetzt gleich kommen wird, das ist ja hier auf diesen ganzen Strichen, ist das der blaue Strich. Dem gehen wir jetzt ein bisschen weiter nach draußen und planen uns ein neues Manöver.
Zack. Und dieses Manöver wollen wir jetzt natürlich so legen, dass wir in den gleichen Orbit kommen wie unsere Freunde hier. Wie können wir das bestimmen? Naja, erstmal wird sich das noch ein bisschen weiter drehen. Das heißt, die genau übereinander gelegt zu bekommen, wird wahrscheinlich gar nicht so einfach in einem Polarorbit. Aber wir können zumindest schon mal einen Polarorbit machen, indem wir das Ganze ein bisschen nach oben ziehen. Und ich drehe jetzt das Mausrad gerade. So, ganz vorsichtig uns hier reinbewegen. Wie gesagt, alles, was ich jetzt gerade mache, ist die Maus über das Symbol halten und mein Mausrad drehen. Je schneller oder langsamer ich das mache, umso kleiner werden die Inkremente. Die andere Variante ist, das hier drüben zu tun. Hier könnt ihr die Skalierung der Schritte auch selber einstellen. Na, ich hatte das letzte Folge auch mal gezeigt, glaube ich, bei einem Manöver ein bisschen intensiver. Ich bin eher so Team Mausrad, weil es früher dieses Interface noch nicht gab. Ich finde das aber wirklich gut. Also gerade um auch für spätere Umlaufbahnen die Sachen zu planen, ist das eine schöne Möglichkeit. Da hat man früher Mods für gebraucht. So, und jetzt ziehe ich das so lange hoch, dass ich hier so ungefähr die gleiche Höhe kreuze. Das ist jetzt alles noch keine exakte Wissenschaft. Warum muss das gar nicht so... warum ist das gar nicht so wichtig, das bei Minmus so super exakt zu machen? Bei Minmus ist die Schwerkraft halt unheimlich gering. Das heißt, ich kann ganz viel später noch nachkorrigieren, ohne super viel Sprit dafür zu bezahlen. Auf dem Moon solltet ihr versuchen, eure Manöver im Anflug schon so exakt wie möglich hinzubekommen, dass ihr nah beieinander seid. Auf Minmus, dann kostet das halt 10 Meter pro Sekunde. Das ist alles relativ billig, was ihr da tut. Genau, jetzt kam auch mal die Frage, man kann Routen mit dem Mausrad planen. Ja, kann man. Also man kann ja im klassischen Plan an den Dingern ziehen, linke Maustaste gedrückt halten. Ich ziehe da jetzt mal nicht dran, ich versaue mir das ganze Manöver. Und die Dinger hoch oder runter ziehen. Hier übrigens größere Schritte, nach unten immer kleinere Schritte. Auch das wissen manche nicht, dass das in die andere Richtung auch geht. Oder man hält einfach seine Maus über das Symbol, was man bedienen möchte und kann das Mausrad hoch oder runter drehen. So, also ich mache jetzt mal nur einen Klick. Eine sehr feine Justierung. Und wenn ich schneller drehe, ich habe jetzt mal so 3-4 Klicks schnell hintereinander gemacht, dann kann ich auch, jetzt drehe ich wieder sehr langsam zurück, aber wenn ich schneller drehe, werden meine Schritte dann halt auch größer. Ne? Also hier kann ich, je nachdem, wie gut ich mit dem Mausrad arbeite, auch relativ fein justieren, wie mein Orbit genau aussehen soll. So, ich lasse ihn jetzt mal so. Das ist auch ein schönes Zwischenmanöver und da zeitraffern wir uns jetzt auch mal hin, um das zu fliegen. Neue Welten tun sich auf. Das ist doch schön. Das ist ja die Idee hinter so einem Tutorial und erklären und Fragen stellen, dass man eventuell noch was lernt. Ich habe auch schon ein, zwei Sachen gelernt. Ich habe sie aber auch direkt wieder vergessen. Nein, ich finde das immer wieder schön, dass ihr halt auch nochmal Input gebt. Auch in den YouTube-Kommentaren gibt es immer wieder mal Input. Diejenigen, die das tun, wissen, dass ich das lese und oft auch beantworte. Und ich finde das auch immer gut, wenn ihr nochmal einen Weg hinzutut, den ich vielleicht nicht erklärt habe. Entweder weil ich ihn gar nicht kenne, auch das gibt es, oder weil ich ihn nicht für erwähnenswert gehalten habe, weil ich das halt so nicht mache. Deshalb ist er ja nicht falsch. Von daher freut mich das immer sehr, wenn ihr da auch nochmal euren Input mit reingebt, ein paar Sachen ergänzt oder mich gegebenenfalls auch korrigiert, wenn ich Blödsinn erzähle. Das ist völlig in Ordnung. Moin, Early Beta. So, jetzt ein ganz vorsichtiges Manöver. So, das war schon fast ein bisschen viel. Ganz klein. Ich mache jetzt ACS an und gebe mit N so einen ganz kleinen Schub rückwärts. So, und ACS wieder aus. Das sieht gut aus. So, und jetzt haben wir hier eigentlich schon unser Manöver. Ich mache jetzt mal Folgendes. Wir kommen ja, da müsst ihr aber ein bisschen vorsichtig sein, von hier reingeflogen. Und hier hinten ist unsere Minmus-Flucht. Ich gehe jetzt mal, bevor ich das Manöver plane, auf hierhin vorspulen. Nämlich knapp, bevor wir in der Periapsis ankommen. Was schlage ich vor, wenn du nicht mehr genug Geld hast, um eine Rakete zu starten, weil man ein Gebäude ausgebaut hat? Dann schlage ich vor, dass du in Mission Control gehst und nach einem Auftrag suchst, den du baldmöglichst erledigen kannst, der eine Vorabzahlung anbietet. Viele Aufträge haben eine Vorabzahlung, die du bekommst, wenn du den Auftrag annimmst. Dann kriegst du schon mal irgendwie so 20.000, 30.000, je nachdem auf welchem Level du bist gerade. Also das kann, am Anfang ist es weniger, später ist es mehr. Kriegst du eine gewisse Summe vorab gezahlt.
Das kann eine gute Möglichkeit sein, dir dieses Geld zu besorgen. So. Gut, wir sind jetzt hier und ihr seht, wir sind hier ziemlich, naja, überkreuz mit dem anderen Orbit, nenne ich es mal. Ist auch gar nicht so wild. Was wir jetzt machen, ist hier erstmal die Bremse reinhauen. Zack. Und das Ganze erstmal in den Orbit zu verwandeln. Als allererstes. Hoppla, das war schon ein bisschen viel des Guten. So. Das kann erstmal so bleiben. Da werden wir uns gleich noch mit beschäftigen. Also, wir bremsen jetzt erstmal ungefähr in Orbit ein. So, was ist mein Lieblingsspielmodus? Ich spiele am liebsten Karrieremodus. Tatsächlich, weil ich diese sequentielle Entwicklung sehr mag mit dem Raumfahrtprogramm und sich die Sachen nach und nach zu verdienen. Ja. So, Zeitraffer an zum Manöver hin. Gut. Also, wir machen jetzt einfach erstmal einmal den Orbit und dann müssen wir natürlich aus einem sehr ungünstigen Orbit es irgendwie schaffen, uns mit den anderen zu treffen. Das machen wir dann jetzt gleich. Aber jetzt machen wir erstmal den. Das ist auch mal schön, dass ich mal nicht so gut den anderen Orbit treffe. Ich habe oft ein glückliches Händchen für solche Orbit-Einflüge. In diesem Fall ist es mal nicht so. Und das ist fürs Tutorial ist das super, weil wir jetzt mal gemeinsam uns angucken können, wie finde ich eigentlich raus, wie ich mich zu drehen habe. Warum ziehe ich den Karrieremodus vor? Ich ziehe den Karrieremodus vor, weil da eben noch diese Challenge mit dem Geld mit dabei ist und mit den Missionen. Ich mag in Teilen den Sandbox-Aspekt sehr, mir die Sachen selber auszusuchen, finde es aber ehrlich gesagt ganz schön, diese Missionen zu haben, weil die so ein bisschen, ja, eine, wie soll ich das sagen? Eine Geschichte, Geschichte ist vielleicht auch übertrieben, aber so ein bisschen eine Storyline vorgeben, wie sich das Raumfahrtprogramm entwickelt. Und man vielleicht auch manchmal dann in der Storyline Missionen bekommt, die man normalerweise nicht gemacht hätte. Genau deshalb. Tja, das kommt drauf an, wie sehr du dich sehr ärgern willst. Also die Frage ist, mit oder ohne Funkverbindung für unbemannte Raumfahrzeuge. Ich schalte es in meinen Hard-Mode-Karrieren meistens ab, dass wenn die Funkverbindung nicht da ist, kann ich ein unbemanntes Raumfahrzeug auch nicht steuern. Ich bin halt ein großer Freund des Realismus, aber nur weil ich das so sehe, muss das ja nicht so sein für alle. So, jetzt sind wir im Orbit. Kreuzen uns hier und stellen aber fest, das ist ja alles gar nicht so gut. So. Die Inklinationen, die wir haben, sind 49,3 Grad. Das ist eine ganze Menge. Und wir werden gleich. Also, wir fliegen in diese Richtung. Die Jungs fliegen in diese Richtung. Das heißt, es ist schon mal gar nicht so schlecht, dass wir, also wir müssen jetzt nicht komplett einmal drehen. Worauf ich hinaus will, ist, wir können das Manöver jetzt so anpassen, dass wir diesen Winkel hier schließen. Wir müssen nicht diesen Winkel schließen. Versteht ihr, was ich meine? Weil wir fliegen in diese Richtung, die fliegen in diese Richtung. Das heißt, es macht total Sinn, die zwei zueinander zu bringen, weil dann fliegen wir in die gleiche Richtung. Würden die jetzt nach hier fliegen, müssten wir natürlich nochmal unseren Orbit ein ganzes Stück weit drehen. So, jetzt haben wir den großen Vorteil, dass unser Orbit noch so ein bisschen elliptisch ist. Das heißt, wir machen die Anpassung natürlich weiter draußen, solange wir so eine Möglichkeit noch haben. Warum weiter draußen? Weil uns das weniger Sprit kostet. Al Minmus ist es nicht wirklich teuer, aber ich zeige euch jetzt mal den Effekt dahinter. Also mache ich das Manöver hier und gleiche das Ganze an auf ungefähr 0 Grad. Sind es 83,5? Würde ich das später machen und hier starten, also näher am Planeten? Falsche Richtung.
0,2, es reicht schon, um das Prinzip zu zeigen, sind wir bei 132,7. Um den gleichen Effekt zu erzielen. Heißt, wenn ihr irgendwie könnt, versucht solche Anpassungen halt immer so weit wie möglich außerhalb des Gravitationsfeldes eines Himmelskörpers zu machen. So, heißt für uns, wir machen das natürlich hier, weil es effizienter ist. Und was ich mache, ich ziehe einen Teil die Inklinationsanpassung rein. Das hat natürlich zum Effekt, dass unser Orbit sich auch immer weiter aufbläst. Und deshalb nehme ich dann so die letzten, weiß ich nicht, ist eher Bauchgefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir probieren jetzt mal 15. Ich versuche es mal an der Zahl festzumachen in diesem konkreten Fall. Mag aber wahrscheinlich falsch sein. Ist es auch. Das ist noch zu früh. Ich habe jetzt hier ein bisschen retrograd gezogen, um den Orbit wieder kleiner zu machen. Das ändert, also verringert auch den Winkel weiter. Dann verringere ich nochmal ein bisschen weiter den Winkel und ziehe ihn wieder retrograd rein. Auf was achte ich dabei? Ich achte dabei, dass meine Periapsis nicht irgendwie signifikant höher oder tiefer als die Periapsis hier ist. Also wenn die 18 Kilometer ist, will ich auch irgendwo in dem Bereich nachher enden. So, wir sind jetzt bei 0,6 Grad. Jetzt sind wir bei 0,3 und jetzt beginne ich Mausrad zu drehen. Ja, weil mir das ein bisschen zu knapp ist. 0,3. Ja, da wird er nicht mehr viel tun, also gehe ich jetzt hier rüber wieder. Ja, gibt er mir noch ein bisschen was? Manchmal hat man das auch, dass erstmal mehr noch nicht geht. Okay, er will mich jetzt bei 0,3 halten. Periapsis ist relativ nah beieinander. Das ist okay, den Rest können wir nachher angleichen. Das heißt, wir haben jetzt ein erstes Manöver stehen in 25 Minuten für 81,9 Meter pro Sekunde. Mit dem bringen wir erstmal unsere Orbits übereinander. Das ist der erste Schritt. Wir machen das Schritt für Schritt. Wir machen nicht alles gleichzeitig und wollen jetzt als allererstes mal gucken, dass die Inklination mit 0,3 quasi auf 0 runtergeht. So, da spulen wir mal hin. Sehr schön. Und gehen zu unserem blauen Manövermarker. Zack. So, wir haben gleich ungefähr 4 Sekunden zu brennen. Das sehen wir hier schon, haben noch ein bisschen Zeit. Kann man nochmal die Aussicht ein bisschen genießen. Da hinten sehen wir auch schon die anderen. Ich hoffe tatsächlich, dass das jetzt dazu führt, dass wir sie auch dann treffen können. Wie gesagt, jetzt voller Fokus erstmal darauf, den Orbit zueinander anzupassen. Und ihr seht ja auch schon auf der gestrichelten Linie, das sieht schon relativ gut aus. Also dann haben wir da schon eine gewisse Ähnlichkeit drin. Als nächstes müssen wir dann natürlich gucken, wie bringen wir die Raumschiffe an sich zueinander, weil ihr seht, hier in der Prognose, die Schnittpunkte, das Orange, die sind noch sehr weit auseinander. Ich muss vielleicht mal ein bisschen näher reinzoomen. Ich habe ja gerade gelernt, dass die ein oder anderen von euch das vielleicht auf dem Handy gucken, dann sind die Sachen natürlich sehr klein. Große Empfehlung, guckt euch das nochmal auf einem Monitor an, wenn ihr es richtig verstehen wollt, weil sonst sieht man diese Manöverpunkte nicht wirklich gut. So. Wir sind ein bisschen übers Manöver drüber, ist aber nicht ganz so wild. Da muss man halt einfach dem blauen Marker ein bisschen folgen nachher. Alles kein Weltuntergang. So. Wir sind jetzt bei minus 0,5, weil ich es nicht ganz exakt geflogen bin. Wir liegen noch ein bisschen drüber. Und wir haben jetzt das Problem, in Anführungsstrichen, dass die hier sind, wenn wir hier sind. So, das ist natürlich noch nicht so ideal. Das heißt, wir werden jetzt ein Manöver planen. Und ich plane das an der Periapsis, weil das müssen wir eh tun. Wir müssen runterkommen mit dem Orbit, weil wir müssen ähnliche Orbits nach und nach bekommen. Deshalb plane ich es an der Periapsis. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe jetzt ganz vorsichtig erstmal. Und während ich ziehe, sehe ich jetzt, dass der Schnittpunkt hier zu meiner Position hinkommen wird nach dem geplanten Manöver. Und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe es erstmal nur so weit runter, dass wir hier zueinander finden. So. Das heißt nämlich, wenn ich jetzt
das Manöver so stehen lasse, werden wir hier auf 1,2 Kilometer schon zueinander kommen und haben noch eine relative Geschwindigkeit von 11 Metern pro Sekunde. Das ist sehr gut, da können wir dann den Rest korrigieren. Das heißt, mein geplantes Manöver ist jetzt, ich fliege jetzt hier einmal rum, bremse hier und dann kommt noch ein Orbit und nach dem Orbit treffen wir uns. Okay? Solche hochelliptischen Orbits können dafür relativ interessant sein, weil ihr halt viel Zeit habt oder eine gute Möglichkeit, euch reinzubrennen. Und gerade an Minmus ist das super entspannt dann auch mit den Schnittgeschwindigkeiten, weil wir haben jetzt zwar sehr unterschiedliche Orbits, aber da das auf Minmus alles nicht so wild ist, sehr, sehr entspannt. Also einmal die Stelle suchen, in die Richtung, in die ihr idealerweise eh müsst. Ich hätte eh meinen Orbit verkleinern müssen, also auf der Periapsis bremsen. Und das habe ich jetzt genau so weit getan, dass ich hier das Rendezvous hinbekomme und an dem Rendezvous bremse ich dann in den exakt gleichen Orbit ein und gleiche den Rest aus. So, jetzt einmal mit Zeitraffer hin. Ihr seht, er hat währenddessen ein paar Runden mehr gefahren. Das ist auch völlig okay, weil er natürlich auf einer niedrigeren Umlaufbahn ist. Oh, hier müssen wir auch nochmal gucken, dass hier insgesamt alles so eine gute Idee ist. Aber naja, das müssen wir nachher gucken. So. Gut. Wir haben jetzt hier unser Manöver. Oh, Nadine, Rendezvous. Schönen guten Tag. Und hallo Crazy. Und hallo Falk. Und hallo alle anderen, die so dazugekommen sind. So. Oh Gott, und ich habe die ganze Zeit voll nicht aufgepasst. In diesem Sinne jetzt mal eine Kurzzusammenfassung. Nämlich Goldenes Klo, Klopfer und Borki. Vielen lieben Dank für den Resub. In verschiedensten Monaten. Da ist von 5 bis 9 alles mit dabei. Vielen lieben Dank dafür. Und Mezzomaster und Moi. Vielen lieben Dank für euer Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommandanten. Ich bremse das jetzt einmal auf die Position runter, auf die wir wollen. Das sollte zu einem gut genug Rendezvous führen. So. Und dann haben wir hier, weil es auch wieder nicht ganz exakt war, 2,1 Kilometer. Also alles völlig in Ordnung. Und ich mache jetzt kurz davor ein hierhin Vorspulen. Und was jetzt passiert ist, dadurch, dass unser Orbit größer ist, holt das andere Raumfahrzeug ein Stück weit auf. Und jetzt hat er schon auf Ziel umgestellt. Wenn ihr das nicht hinbekommt, wie gesagt, durch draufklicken geht das. Und dann wichtig, Ziel rückläufig oder retrograd, je nachdem, auf welcher Sprache ihr so spielt. Und dann seht ihr hinten schon das andere Gefährt auf euch zukommen. Und wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich nah dran. Das heißt, ich gleiche jetzt mal kurz die Geschwindigkeit auf 0 an. Ziemlich gut getroffen sogar. Und jetzt gehe ich auf diesen pinken Kreis. Das ist mein Zielmarker. Dann seht ihr auch, euer Raumschiff zeigt dann im Idealfall auf das, wo ihr hin möchtet. Wenn ihr das hier nicht seht, F4 ist die geheime Taste. Mit F4 kann man das an- und ausschalten. Diese Kästchen. Normalerweise seht ihr die, wenn ihr sie als Ziel gesetzt habt, ab unter 100 Kilometern. So, und jetzt fliegen wir dahin. Und ich gehe jetzt mal so auf 10 Meter pro Sekunde. Das sollte ganz gut reichen, um da schnell hinzukommen. Und mache jetzt den Zeitraffer an, um uns dahin zu bringen. Denn wir wollen ja umsteigen. Das ist ja unser heroisches Ziel von der Mission, die wir eigentlich noch zu erledigen haben. Ich lasse mich hier ganz einfach driften erstmal. Wir fliegen dran vorbei. Das ist auch gar nicht so schlimm. Wir machen den Rest dann gleich mit dem Raketenrucksack. Das Umsteigen. Ich hoffe, dass wir das Docken vermeiden können. Wenn nicht, üben wir heute nochmal Docken. Schön. Schön. So, jetzt bremsen wir nochmal. Und auch hier gucken wir wieder, dass wir das auf 0 Meter bringen. So, und dann gehen wir mit unserem Näschen. Wie gesagt, wenn ich sage mit unserem Näschen, ein Fehler, den ich am Anfang ganz viel gemacht habe bei KSP, ist, hier hin zu gucken und verwirrt zu sein. Guckt hier hin, wenn die Manöver macht. Das
ist, wo ihr hinguckt. Das macht so vieles einfacher. Es ist völlig egal, was hier oben passiert. Da passieren nur verwirrende Dinge. Ihr wollt auf das runde pinke Zeichen, das der Target Pro Target Marker, also auf das Ziel zu. Und jetzt machen wir RCS an und drücken so lange H, bis dieser gelbe Marker so halbwegs da drauf ist. Und dann können wir das mit IJKL, IJKL sind wie WASD. I ist runter, J ist links, L ist rechts, K ist hoch. Und damit manövrieren wir das jetzt auf den Marker drauf. Und damit kommen wir jetzt wirklich exakt da an. Wir werden jetzt vorher bremsen. Das heißt, vorher heißt größer gleich 0. Und achtet da ein bisschen drauf. Am Anfang verkalkuliert man sich oft. Man sagt dann sowas wie, ja, 3 Meter pro Sekunde sind ja okay. Ein kleiner Tipp. Wenn ihr 3 Meter pro Sekunde fliegt und noch 100 Meter entfernt seid, seid ihr in knapp über 30 Sekunden da. Das geht dann relativ schnell. Also übertreibt nicht mit den Geschwindigkeiten, weil ihr müsst die auch noch bremsen. Ihr braucht eine gewisse Reaktionszeit, weil man bremst halt nicht instant, sondern muss einen kurzen Moment investieren, um das zu tun. Deshalb da einfach nochmal die Warnung davor, zu hohe Geschwindigkeiten aufzubauen in so einem Docking- oder Annäherungsvorgang. Macht das lieber ein bisschen langsamer und zieht dann die Geschwindigkeit stückweise auch wieder raus. So, ich bringe uns jetzt mal so ziemlich exakt auf plus minus 0. Und dann probieren wir mit Jebediah einfach mal umzusteigen. Mal gucken, ob das funktioniert. Vielleicht erledigt das ja unseren Auftrag. So, wir haben das erste Mal ein Rendezvous in der Nähe von Minmus durchgeführt. Es ist schön, dass er das schon mal wertet. Das heißt, wir haben eine gute Chance, dass er jetzt unseren Auftrag nimmt. Wir steigen aus mit dem EVA-Knopf, lassen mit Leertaste los und mit R aktivieren wir unseren Raketenrucksack. Und dann ist ganz wichtig, WASD, Steuerung, Shift sind unsere Raketenrucksacksachen und die funktionieren in Blickrichtung. Das heißt, sucht euch einen Orientierungspunkt, einen Fixpunkt für eure Augen. Der Körbel dreht von alleine mit. Mein Fixpunkt ist jetzt, ich sehe das da, so, und das heißt jetzt, das ist unter mir, also drücke ich mal Steuerung. Und ich habe, wenn ihr das mitbekommen habt, ihr habt vielleicht diese weißen Wölkchen gesehen, ich habe nur ganz kurz gedrückt. Und bremsen gibt es gar keine Taste im RFS. Es gibt rückwärts. Rückwärts ist nur bremsen, wenn du Vorwärtsschub hast. Es ist rückwärts Thrust. Ist N, vorwärts ist H. So. Und jetzt gehen wir hier mal hin. Genau, WASD. Und ihr seht, durch mein Ändern, wenn ich die Blickrichtung um den Körbel ändert, ändert sich die Perspektive für WASD. Muss man mal geübt haben. So, und jetzt gehen wir hier an die Tür ran, steigen ein und dann hoffe ich inständig, dass dieser Auftrag erledigt ist. Sonst werde ich langsam ein bisschen ratlos. Das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Erkunde Minmus. Nach ein paar Essenspausen und einer kleinen Ansprache sind diese Crewmitglieder wieder so gut wie neu. Wir haben die ersten Schritte zur Erkundung von Minmus erfolgreich hinter uns gebracht. Wir haben einen Crew-Transfer in der Nähe von Minmus durchgeführt. Also, man muss eine neue Rakete holen. Okay. Jetzt, bevor Jebediah seine Rakete hier vergisst, Schrägstrich verpasst, schicken wir ihn mal zu seiner Rakete zurück. Gleiches Spiel in grün. Hast du schon Infos bezüglich KSP-2? Ich habe die Infos, die jetzt alle haben, nämlich, dass es auf Twitter ein Announcement gab, dass sich Kerbal Space Program 2 auf Herbst 2021 verschieben wird. Wir werden also noch eine Weile KSP-1 spielen. Also, offizielle Aussage der Entwickler, letzte Woche getroffen. Kerbal Space Program 2 verschiebt sich aufgrund der weltweiten Situation und ich glaube, weil sie auch ein bisschen überenthusiastisch waren. Ich war so schon, ich sag mal, skeptisch, ob dieser Zeitplan zu halten ist und dabei immer noch ein gutes Spiel abzuliefern. Von daher bin ich jetzt nicht super geschockt und auch nicht super traurig. Aber es ist Herbst 2021 und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn das heißt, dass sie dann ein sehr gutes Spiel dafür abliefern, bin ich damit völlig einverstanden, weil wir haben doch mit KSP-1 ein super cooles Spiel. Wir haben doch kein Problem. So, die trennen sich jetzt gerade voneinander. Jetzt gehen wir mal zurück ins Weltraumzentrum, weil wir haben jetzt unseren Auftrag erledigt. Das war ja ein Karriereauftrag und jetzt ist natürlich die Hoffnung, die Hoffnung,
dass wir jetzt den Folgeauftrag bekommen, auf Mimus zu landen. Also, all fingers crossed. Wir gucken mal rein. Natürlich nicht. Wir sollen Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Moon austauschen. Super. So, so ist das mit dem Auftragsroulette. Hochgepokert und doch verloren. Sehr, sehr schade. Die Frage ist, was machen wir denn jetzt? Wollen wir trotzdem eine Minmus-Landung durchziehen? Oder wollen wir uns um den Moon-Auftrag kümmern? Das ist die große Frage. Wie seht ihr das denn? In der Theorie können wir vielleicht zum Moon rüberfliegen. Das wäre natürlich auch mal ein interessantes Manöver. Ich weiß nicht, ob das Tutorial tauglich ist. Wir gucken mal, wie schlimm es ist. Minmus Rendezvous. Also, wir könnten ja das andere. Also, das Ding hier hat 1538 Meter pro Sekunde noch. Und das Ding hier hat noch 2697. In der Theorie. In der Theorie geht das. In der Praxis müssen wir mal schauen. Ich würde es, glaube ich, nicht von Minmus aus starten im Tutorial. Aber es ist halt auch nicht. Also unser exakter Auftrag ist, tausche Crew zwischen Raumfahrzeugen in der Nähe von Moon aus. Wir könnten jetzt natürlich einfach sagen, er hier, also die bleiben hier, er hier fliegt rüber zum Moon. 1538 wird sportlich. Mal gucken, ob wir ein Rendezvous hinbekommen. Und wir schicken nochmal eine Rakete hinterher zum Moon, um das zu erledigen. Hilft ja nichts. Okay, also ich würde auch warten, dass wir den Minmus-Auftrag tatsächlich bekommen. Solange lassen wir die hier einfach im Orbit sitzen. Und ihn schicken wir jetzt mal zurück. Dumm, dumm, dumm. Weil er noch genug Sprit hat im Moment und eigentlich auch nur bis zum Moon kommen muss, weil wir könnten ihn dann mit der zweiten Rakete nach Hause bringen. Ich bin zuversichtlich. Okay, also was tun wir? Wir gehen auf Umlaufbahn. Wir machen RCS erstmal aus. Und wir suchen uns jetzt den Moon als Ziel aus. So, hier kriegen wir jetzt natürlich keine gute Übersicht. Das heißt, was wir jetzt mal machen ist, wir müssen erstmal von Minmus weg. Was wir da tun ist, Minmus umkreist in diese Richtung und wir müssen eh reinbremsen. Der Moon hat ja eine geringere Umlaufbahn. Das heißt, wir wollen starten entgegen der Minmus-Laufrichtung. Also wenn Minmus hier lang auf seinem Orbit läuft, lila eine Linie, die gerade verschwindet, starten wir entgegen dieser Linie. Zack. Und geben da erstmal ein bisschen Gas rein, damit wir von Minmus wegkommen. Das hat den netten Nebeneffekt, dass unser Orbit auch gleich ein bisschen kleiner wird. Dabei entstehen natürlich jetzt so ein paar unangenehme Dinge, wie zum Beispiel unsere Inklination zum Moon ist noch nicht so gut, bla bla bla. Das korrigieren wir dann aber gleich. So, wir machen jetzt erstmal einfach nur den Start und gucken, wie wenig schlimm wir es hinbekommen. So, irgendwie. Das sollte passen. So, damit fliegen wir jetzt los und machen dann eine zweite Rakete fertig, um diesem Auftrag zu folgen und das gleiche Spiel nochmal zu spielen mit den Crewmitgliedern am Moon. So ist das halt mit den Aufträgen. Warum auch immer wir jetzt plötzlich zum Moon zurück müssen. Wir erfüllen das aber brav, weil wir vorbildliches Astronautenpersonal abgeben wollen. Genau. Das wäre auch zu einfach gewesen, oder? Einfach auf Minmus zu landen. Aber ich bin zuversichtlich. Wir können das noch schaffen. Wir müssen jetzt nur diese Moon-Mission abschließen. Dann können wir in dieser Folge immer noch auf Minmus landen. Also, gleiches Spiel in grün, nur dass ich diesmal von Minmus komme.
mit meiner Rakete. Und dann die zweite Rakete schießen wir zum Moon, aber von Kerbin aus. Da können wir das Design hier einfach nochmal verwenden. So, wir haben jetzt noch ein paar Sekunden Zeit. Tick, tock, tick, tock. Und dann kommt gleich der Start. So, und wenn wir das dann haben, also die Umlaufbahn um Kerbin wieder, dann können wir von da aus versuchen, ein Moon-Rendezvous zu erreichen. So, good enough. Hier hinten sind wir in 12 Tagen erst. Läuft bei uns. Was wir aber machen können, ist, wenn wir gleich in 2 Tagen den hier verlassen haben, schon mal ein bisschen runterbremsen noch, denn sprittechnisch stehen wir sehr, sehr gut da. Wir wollen ja keine Landung auf dem Moon machen. Von daher ist das völlig in Ordnung, dass wir ihn da jetzt schon mal ein bisschen runterbremsen. Dadurch wird dieses Manöver ein bisschen spritaufwendiger, aber wir sind mit 1477 Metern pro Sekunde noch dabei. Wenn euch das zu schwierig ist, dann fliegt nach Hause, landet diesen Kerbel und startet einfach wieder neu zum Moon, weil wie ihr zum Moon fliegt, wisst ihr ja schon. Also wir machen jetzt mal so einen Transfer von Minmus rüber zum Moon. Wenn ihr das nicht hinbekommt, landet einfach und startet wieder neu. Na, wir machen das jetzt einfach nur, weil es sich gerade anbietet. So, wir gehen in der Umlaufbahn retrograd und ich bremse uns jetzt mal so ein bisschen auf Höhe der Moon-Umlaufbahn runter, weil das eben auch bedeutet, dass wir schneller hier sind. Und dann gucken wir gleich mal, was das so für uns bedeutet. Oh, da war auch gerade schon sowas wie ein Encounter. Vielleicht kriegen wir das sogar hin im ersten Anflug. Das sieht sehr gut aus. Guck mal, ich habe sogar direkt einen Encounter mit dem Moon. Sehr gut. Also der eigentliche Plan war, sich jetzt einfach einzubremsen und hier eine Inklinationsanpassung zu machen. Nur damit ihr wisst, was ihr tun müsstet. So, und jetzt, ich bremse mal noch ein bisschen. Mal zu gucken, wie gut oder schlecht es wird. Das sieht ja gar nicht schlecht aus. Wir fangen uns hier tatsächlich relativ gut in den Moonflyby, der uns dann in noch eine Moonbegegnung schickt. Okay. Alles gut, ich glaube, so lassen wir es erstmal. So, dann sind wir in 11 Tagen da. Ich würde sagen, wir fliegen mal bis hier so. Und gucken uns dann mal an, was passiert. Ansicht zentrieren auf den Moon. Es ist wie immer eine Mid-Course-Correction, die wir nehmen. So, und hier sehen wir jetzt schon, wir kommen in einem polaren Orbit an. Das könnten wir jetzt ändern. Mir ist es persönlich total egal. Für Rendezvous sind allerdings äquatoriale Orbits einfach ein bisschen einfacher. Deshalb probieren wir jetzt mal, wo wir dran rumspielen müssen, damit das ein bisschen mehr ein äquatorialer Orbit wird. Das sieht ganz gut aus. Also ich gehe ein bisschen nach außen und ziehe dann ein bisschen hoch. Auch hier arbeite ich gerade wieder mit dem Mausrad, weil das halt sehr kleine Änderungen nur sind. So, und dann haben wir schon mal so einen ungefähren äquatorialen Orbit. Das ist nicht ganz so perfekt, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, aber es ist zumindest schon mal nicht mehr polar. So, und den fliegen wir als Vorbereitung jetzt erstmal auf dem Weg zum Moon. Das dauert jetzt ein bisschen dahin zu kommen. Ist aber auch nicht so wild.
Und ihr seht, ist auch sprittechnisch immer noch sehr überschaubar. Dann müssen wir hier diesen Vorbeiflug, der sieht schon sehr gut aus, ehrlich gesagt. Da müssen wir nicht mehr viel investieren, um in Orbit zu kommen. Und dann können wir die nächste Rakete hinterher schicken, um unseren Crew-Austausch am Moon zu erledigen. So. Kurz ein bisschen vorgespult, bis wir tatsächlich bei der Zündung sind. Und los geht's. Sehr gut. Und dann machen wir hier ein neues Manöver zum Bremsen in den Orbit. Das reicht. Und wieder vorspulen bis zum Manöver. Und dann schicken wir gleich die nächste Kapsel hinterher. So, Chaos Bone, vielen Dank für den Sub im vierten Monat. Und Bagheera, vielen lieben Dank für deinen ersten Sub und ganz viel Spaß natürlich mit den Kirby-Emojis. So, wir gehen einmal in den Retrograd rein. Hier kommt jetzt etwas länger, in Anführungsstrichen etwas länger, also ein 8-sekündiger Burn. Und wie ihr seht, wir sind immer noch spritmäßig sehr entspannt unterwegs. Also das reicht locker noch, um zurückzukommen. Ich denke, wir müssen uns da gar keine Sorgen machen. So. Gehen jetzt in einen schönen, halbwegs stabilen Moonorbit. Der ist nicht perfekt, aber er ist zumindest in sowas Ähnlichem wie Äquatornähe. Und jetzt gehen wir zurück ins Weltraumzentrum und starten unseren anderen Kerbel, unser letzter verbliebener Pilot, damit er sich mit Jebediah am Moon trifft. Und wir nehmen tatsächlich einfach die Rakete, die wir eben für das Minmus-Rendezvous genommen haben, nochmal her. Die ist ja soweit gut geflogen. Piloten rein und dann starten wir den nochmal, nur diesmal Richtung Moon. Für ein Rendezvous muss man nicht beide Schiffe selber losschicken. Man kann ein Rendezvous auch erreichen mit einer zu rettenden Kapsel. Also wenn ihr gerade am Anfang des Spiels die Mission habt, euer erstes Rendezvous in der Kerbin-Umlaufbahn zu machen, kann man zum Beispiel Soos Ascent auch zu uns kommen. Der saß auch in einer zu rettenden Kapsel und mit dem haben wir unser erstes Rendezvous gemacht. Siehe, oh, es könnte schon Folge 2 gewesen sein. Folge 1 oder 2 unserer Serie, dieser Tutorial-Serie auf YouTube, einfach mal angucken. Dann haben wir das Rendezvous eben mit der zu rettenden Kapsel gemacht. So, jetzt starten wir erstmal in die Umlaufbahn, wie gehabt. Und fliegen die Rakete dann zum Moon raus. Und den Körbel bekommt man auch, ja, wenn man ihn nicht umbringt auf dem Weg zurück. Dann bekommt man den Körbel kostenlos ins Raumfahrtprogramm. Genau, von daher sind Rettungsmissionen sind eine schöne Idee, wenn man seine Crew so ein bisschen aufbauen möchte mit der Zeit. Man bekommt Geld dafür, die zu retten. Man kann Rendezvous-Missionen mit ihnen abschließen und man bekommt, wenn man sie lebend zurückbringt, kostenlose Kerbals, die dann teilweise, also Ascent hatte halt natürlich vom Start an einen Stern, denn er war ja schon in einer Umlaufbahn, wie auch immer er da hingekommen ist und wer auch immer ihn da zurückgelassen hat. Das ist tatsächlich eine ganz nette Möglichkeit, sich ein bisschen Geld zu sparen, weil Kerbals nicht ganz preiswert sind, je nach Schwierigkeitsstufe eures Spiels. Von daher immer gerne mal eine Orbitalrettung spielen. Da freuen sich A, die Kerbals und B, euer Geldbeutel. So, und das sieht diesmal auch gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen schnell, aber wir haben es ja auch eilig. Wir müssen ja noch eine Minmus-Landung heute durchziehen. So, wir sind
jetzt bei 60 Kilometer Höhe. Ich würde jetzt mal die Nase flach ziehen. Dann hauen wir hier nochmal ein bisschen Schub rein. Weil Bewegung nach oben haben wir genug. Das entsteht ja alleine schon durch die Krümmung des Planeten. Wird ja schneller werden, irgendwann auch höher werden. Dann, oh, wir sind noch nicht ganz auf 80 Kilometer, aber wir können jetzt das Fairing mal aufmachen und unsere Rakete schon mal auf die Oberstufe zünden. So, dann haben wir auch gleich die 80 Kilometer zusammen. Sehr schön, dann an die Solarpaneele denken. So, sehr gut. Und dann müssen wir einmal zur Apoapsis, wie gehabt. Steht her, Tropfen hüllt den Stein oder üben übt. Das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Wenn ihr mit dem Tutorial durch seid, könnt ihr Orbits wahrscheinlich auch fliegen, wenn ihr nachts um 3 mit einem kalten Wassereimer geweckt werdet. So, Nase nach vorn und Schub auf die Rakete. Jetzt mache ich nämlich die Nase ein ganz kleines Stück nach oben, damit wir gegen das Absinken hier ankämpfen. Das sollte sich dann aber gleich erledigt haben. 2200 Meter pro Sekunde wollen wir erreichen. Das kriegen wir mit dem Triebwerk relativ schnell hin. Und dann haben wir noch mehr als genug Delta-V übrig, um zum Mond zu fliegen. So. Ein kleines bisschen noch, damit unsere Periapsis nicht ganz so niedrig ist. So, dann haben wir ein bisschen Platz, um nicht wieder in die Atmosphäre zurückzufallen. Und jetzt fliegen wir in Richtung... Boah, ich denke, wir können hier tatsächlich diese gestrichelte Linie heute sogar ganz gut zum Vorhalten verwenden. Sieht gut aus. So, erstmal den ersten Anflug, den Rest machen wir gleich in der Mid-Course. Einmal nach vorne gezoomt, um dahin zu kommen. Nein, ich spreche da nicht aus persönlicher Erfahrung mit dem Wassereimer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren würde. Ich mache ja gar nichts, der fliegt ja fast von alleine in Orbit, der Körbel. Und Rudi, vielen lieben Dank für dein Sub. Dankeschön und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emotes. Gut. Also, gute Minute Brennzeit. Dann sind wir im Anflug auf den Moon. Dann korrigieren wir das Ganze nochmal. Da wieder wichtig, dass wir in die gleiche Richtung unseren Orbit anpassen. Und dann machen wir ein ganz klassisches Rendezvous mit den Zweien und bringen die in ihrem Raumschiff zueinander und dann hoffe ich mal, dass die nächste Folgemission uns endlich zur Minmus-Landung bringt. Scheinbar will das Spiel aber gerade nicht, dass wir auf Minmus landen. Das ist aber auch okay. Unverhofft kommt oft. Wir gucken mal, was unsere Karriere von uns will. Das kann bei euch ein bisschen anders sein. Die Reihenfolge, die ist nämlich potenziell ein bisschen zufällig. Also nicht wundern, wenn eure Karriere etwas anders verläuft. Ich spiele die jetzt im Tutorial mal so, wie sie läuft bei mir. So. Ist das nicht 100% geskriptet? Nicht zwingend. Die Aufträge sind ein bisschen Roulette. Also ich habe auch tatsächlich schon mal gehabt, dass man direkt nach der Moonlandung die Minmus-Landung bekommt. Das hängt ein bisschen von der Reputation ab. Ich weiß nicht, was noch einen Einfluss drauf hat, ob wirklich auch ein Zufallsfaktor mit dabei ist. Also jetzt diese Kombination zum Beispiel hatte ich so noch nicht.
Also von dem, ich muss jetzt umsteigen, war ich selber ein bisschen überrascht. Und vor allen Dingen, dass ich jetzt auch noch am Moon wieder umsteigen muss. Wie gesagt, hatte ich so noch nicht. Seid froh, wenn ihr es nicht habt. Auf der anderen Seite hilft es natürlich die Sachen, also darum geht es ja auch, ne? Die Karrieremissionen sind so ein bisschen ausgelegt, euch an die Dinge auch nach und nach heranzuführen, die halt ein bisschen schwerer werden im Spiel. Und so Rendezvous und Docking sind halt einfach Dinge, die man in Anführungsstrichen nicht oft genug üben kann. Ah, Reputation ist nicht unwichtig. Reputation entscheidet darüber, wie gut bezahlt und komplex die Aufträge sind, die du bekommst. Also ja, man hat immer das Gefühl, Reputation macht nichts. Das stimmt so nicht. Reputation, je mehr ihr davon habt, umso teurere und besser bezahlte Aufträge bekommt ihr. Die werden dann natürlich auch schwieriger, die Mission. Also gebt nicht sämtliche Reputation für irgendwelche anderen Dinge aus, weil ihr dann nur sehr schlecht bezahlte Aufträge erhaltet. Also nur mal so als Tipp. Das ist eine gern übersehene Mechanik. So, wir kommen von hier rein. Das sieht ganz gut aus. Wir haben schon die gleiche Flugrichtung. Das heißt, wir können das Ganze jetzt noch ein bisschen näher an den anderen Orbit ranbringen. Sind aber an sich schon ganz gut unterwegs. So, ich lasse den jetzt einfach mal Flyby machen und bremst den dann ein. So reicht das. Sehr gut. Okay, auf geht's zum Manöver. So. Wie gut ist denn eigentlich meine Tastatur noch zu hören? Ich habe das Modell mal gewechselt, um so einen gewissen Kompromiss zu schließen zwischen, es ist noch eine mechanische Tastatur, wo man eventuell die Anschläge auch mal akustisch mitbekommt. Aber die Nachbarn müssen nicht wissen, dass ich gerade KSP spiele. Ist das für euch überhaupt noch hörbar jetzt? Also ich höre es auf meinem Monitoring, höre ich es noch mit. Von daher hätte ich jetzt das Gefühl, dass das bei euch auch noch ankommt, aber es sollte hoffentlich ein bisschen leiser sein insgesamt. Also vor allen Dingen, wie gesagt, für Leute, die hier in näherer Umgebung wohnen. Genau, aber es ist schön, wenn man sie noch hört. Ja, das ist wie gesagt so ein bisschen, es ist nie gut, wenn man unterm Dach sitzt und von der Frau im Erdgeschoss gesagt bekommt, dass man leiser auf der Tastatur rumhacken soll. Das ist immer ein ganz schlechtes. So, sehr gut. Also das Ziel war auch, dass ihr sie noch hören könnt, damit man halt mitbekommt, wie ich die Steuerung mache auf der Tastatur. Also weil so ein kurzer Anschlag sich ja anders anhört als lange auf einer Taste rumdrücken. Genau. So. Bremsen. Einbremsen. Sehr schön. Wir machen hier gleich mal als Ziel setzen, damit wir mal sehen, was hier so passiert. Wir haben noch eine relativ hohe Inklination. Dann würde ich hier nämlich gar nicht so stark bremsen, dass wir hier noch ein bisschen mitarbeiten können. Und dann gucken wir mal, ob wir. Da war gerade was, das sah sehr encountermäßig aus. Okay. Die nehme ich erstmal so, dass die relativ nah beieinander sind, die Schnittpunkte. Das sind noch 60 Kilometer. Das können wir dann durch die Inklination. Genau, das ist jetzt einfach mal ein Versuch, das so zu machen. Mal gucken, ob es funktioniert. Auf zum Manöver. Und unsere Kapsel angefahren. Moin Tobias. Lappen drauflegen auf die Tastatur? Ich glaube nicht. Keine gute Idee. Keine besonders gute Idee. So, unser Manöver ist jetzt erstmal ein bisschen in Orbit einbremsen. Dann machen wir die Inklinationsanpassung und dann schauen wir mal, wie viel wir noch korrigieren müssen für unser Rendezvous.
Wir haben jetzt so knappe 10 Sekunden. Also hier ist auch noch mehr als genug Sprit in der Rakete, damit wir noch weit und gut genug fliegen können. So, 20 Sekunden noch. Ich hau kurz ein bisschen Zeitraffer rein. Ausgerichtet sind wir ja. Und los geht's. Heute ist Tag der nicht exakt geflogenen Manöver, habe ich so das Gefühl. Naja, irgendwas ist ja immer. So, und jetzt gehen wir mal erstmal zum absteigenden Knoten. Manöver hinzufügen. Wir müssen jetzt natürlich den Kram hier ein bisschen ausgleichen. Hoppla. So. Das heißt, wir ziehen das jetzt nach oben, bis wir nah an die 0,0 rankommen. Jetzt passiert dadurch aber Folgendes: Unser Orbit wird dann größer. Das wollen wir ja eigentlich nicht. Das heißt, wir ziehen das jetzt mal nicht ganz auf die Dings drauf. Bei 5 Komma sehen wir hier noch Schnittpunkt, der zueinander findet. Und vielleicht wird ein wenig bremsen. 5,0. Okay, da gehen sie auch wieder auseinander. Das ist dann immer so ein bisschen Spielkram. 2 Komma. 0 Komma. Jetzt gebe ich wieder ein bisschen Gas rein. Wir sind bei 0,1. Oh, ich glaube, wir können hier aus dem einen Manöver beides zusammenbringen. Zwanzig, 13, 12, 9, 7, jetzt drehe ich mal das Mausrad lieber. Da scheint so ein bisschen das Optimum auch zu liegen. Na, dann nehmen wir das doch so. Das bringt uns schon mal relativ nah ran. Sehr schön, dann machen wir das mal in so einem kombinierten Manöver. Ich habe eine Frage: Welche Mods kannst du empfehlen, die das Spiel einfacher machen, aber es noch so weit wie möglich am Vanilla belassen? Depends. Da ist schon eine ganz richtige Frage, was du mit einfacher meinst. Was fällt dir denn schwer? Also es gibt verschiedenste Sachen, mit denen man was tun kann. Also in erster Linie kann ich da mal MechJab zum Beispiel empfehlen, weil das ein paar Manöver für dich fliegen kann. Aber wie gesagt, die Frage ist, was definierst du als besser spielbar? Also was genau fällt dir schwer? Was willst du vereinfachen? Das Spiel an sich wird halt nicht mehr so viel einfacher in Anführungsstrichen, weil es halt in erster Linie eine Gravitationssimulation ist und es gelten halt die Gesetze der Physik, an die man sich halten muss. Deshalb gibt es halt so ein paar grundlegende Sachen, wenn du es am Vanilla belassen willst, die kannst du nicht ändern. Du kannst halt natürlich sagen, du spielst das nicht im Karrieremodus, weil du den Geldfaktor nicht mit drin haben willst, oder du spielst es auf sehr leicht, weil du viel mehr Geld haben willst oder mehr Wissenschaftspunkte, oder du spielst es halt Sandbox. Aber spannend wäre halt mal, was du vereinfachen willst. Also ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, MechJab sehr viel benutzt, weil MechJab halt so ein paar, ich sag mal, Autopilot-Systeme mit drin hat und dann in Teilen die schwierigen Manöver übernimmt. Heutzutage fliege ich sowas sehr gerne per Hand, weil mir das einfach Spaß macht. Aber ich weiß, dass ich am Anfang sehr froh war, dass es MechJab gab. Du findest Satellitenbauen am schwersten. Okay. Also das Bauen, was fällt dir denn da schwer beim Bauen? Ist der Auftrag unklar oder sind die Kommandos in der Fab unklar?
Das rote Fadenkreuz kannst du über Kerbal Engineer Redux einblenden. Das Landefadenkreuz, also diesen roten Kreis. So, wir haben unser Manöver fertig. Das heißt, wir gehen jetzt mal im Zeitraffer hier so hin und machen dann die Bremsung fertig. Gibt bestimmt auch noch andere. Trajectories müsste bestimmt auch gehen. Also Kerbal Engineer hat auf jeden Fall auch ein rotes Fadenkreuz mit dabei und noch ein paar nette andere Features. So, wir kommen jetzt an die ganze Geschichte auf 8,2 Kilometer dran. Okay, Tobias, wir können gleich mal, wenn wir hiermit fertig sind und wieder in der Fab, kann ich dir mal ein paar Filteroptionen zeigen, mit denen du vielleicht ein bisschen schöner die Teile für dich findest. Da brauchst du wahrscheinlich gar keine Mods für. Lass uns das hier mal kurz fertig machen und dann wollte ich ewig im Auftrag gucken. Dann kann ich einmal kurz in die Bauhalle reinspringen und einen Blick werfen, inwiefern wir nach Teilgrößen auch filtern können. Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich, dass das mittlerweile gehen müsste. So, wir bremsen uns jetzt wieder auf die gleiche Geschwindigkeit des Ziels. Wir haben es jetzt mittlerweile ja ein paar Mal gemeinsam gemacht. Ich bin mir sicher, euch hängt es genauso zum Hals raus wie mir. Deshalb, man sagt, glaube ich, zu den Ohren raushängen, nicht zum Hals. Das wäre sehr unschön, wenn es zum Hals raushängt. So, dann auf das Ziel zu und jetzt nehmen wir mal, weil wir noch ein bisschen weiter weg sind, gut und gerne 20 Meter pro Sekunde Fahrt auf, damit wir hier auch mal rankommen. Den Satellitenauftrag habe ich schon gemacht. Also es gab vor 2 Folgen, ich glaube vor 2 Folgen haben wir den Polarsatelliten gemacht. Von daher. Das Thema ist schon durch. So, wir nähern uns an. Das sollte so auf 500 Meter jetzt erstmal klappen. Da bremsen wir dann nochmal. Voilà. Und begeben uns dann in die finale Annäherung. Unten ist die andere Rakete auch schon relativ gut zu erkennen mittlerweile. Das Wichtige ist bei so Rendezvous- und Docking-Themen, nehmt euch immer Zeit, versucht die Sachen nicht zu erzwingen, macht das in Ruhe, dann klappt es eigentlich im Normalfall auch ziemlich entspannt. Wenn man hetzt, ist es meistens sehr treibstoffintensiv, was ganz oft dazu führt, dass man dann irgendwo im All hängen bleibt. Und nutzt, wenn ihr habt, solche Sachen wie RCS, gerade auch im Nahbereich, damit ihr euch mit euren Triebwerken nicht gegenseitig wegstoßt. Das ist auch ein Effekt, den es gibt bei KSP, dass halt der Schub aus einem Triebwerk durchaus ein anderes Raumschiff beeinflusst. Also Triebwerk auf etwas zeigen und anmachen schiebt nicht nur mein eigenes Raumschiff vorwärts, es schiebt auch das andere von mir weg. Deshalb bei sowas immer vorsichtig sein. So, jetzt gucken wir mal, wie unsere Annäherung hier läuft. Das sieht ganz gut aus. Ich korrigiere jetzt ein bisschen nach. JKL, wie gesagt, sind eure Tasten dafür. Und ich bringe uns jetzt mal so auf ein paar wenige Meter ran. Damit wir das Umsteigen machen können, was wir erledigen sollen. Hoffe ich.
So, ich denke, das ist jetzt langsam nah genug. Also mit N wird gebremst in diesem Falle, weil wir eine Vorwärtsbewegung machen und N, ihr könnt das an den Düsen ganz gut sehen, gibt Rückwärtsschub, während H Vorwärtsschub gibt. Und jetzt sind wir in einem relativen Stillstand zueinander, gut genug, dass wir umsteigen können. So, wir gehen wieder raus, EVA-Knopf, Leertaste lässt los, R schaltet mein Jetpack ein. Und dann steige ich hier einfach mal ganz verwegen ein und hoffe, dass das meine Aufgabe erfüllt. Sieht gut aus. Auftragsparameter abgeschlossen. Nach ein paar Essenspausen. Ja, gleicher Text wie eben. Moon hat immer noch jede Menge Überraschungen zu bieten. Gute Arbeit. Vielen Dank. Ich weiß. So, wir haben einen Crew-Transfer erfolgreich durchgeführt. Ascent kann jetzt erstmal wieder in sein Raumschiff zurück. Und dann gucken wir mal, was es als nächstes zu tun gibt. Ich hoffe, wir kommen wirklich heute noch zu der Minmus-Sache. Diese Minmus-Landung brennt mir jetzt langsam doch schon ein wenig unter den Fingernägeln. Ich würde sehr gerne, aber das Spiel lässt mich nicht. So, hier geben wir einmal ein bisschen Rückwärtsschub, damit die sich schon mal voneinander entfernen, dass während wir weg sind, nicht irgendwelche komischen Sachen passieren. Und jetzt gucken wir einmal, was die Mission sagt. Man braucht aber für so einen Rendezvous eine Kapsel mit 2 oder 3 Plätzen. Naja, entweder das oder du baust dir halt was mit ran, wo noch Sitzplätze drin sind. Ne? Also es gibt ja auch andere Bauteile mit Sitzplätzen, aber ja, du solltest die schon mitnehmen können. Lande auf Minmus. Kehre von der Oberfläche von Minmus nach Kerbin zurück. Hervorragend. Ich bin fast sowas ähnliches wie zufrieden. Hier gibt es jetzt ganz viele tolle Aufträge, die ich gerne noch hätte. Was ihr bei sowas machen könnt, wenn ihr Geld habt. Ich habe jetzt 3,1 Millionen mittlerweile. Ich verbessere jetzt mein Missionszentrum nochmal. Das ist jetzt Stufe 3. Jetzt kann ich so viele Aufträge annehmen, wie ich will. Ich nehme jetzt nämlich noch die Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus an. Und ich glaube, so Orbitalstationen, das sollten wir sehr exzessiv behandeln. Deshalb nehme ich die jetzt um Kerbin auch schon mal an. Ziel wäre es für mich auch noch eine, um Minmus anzunehmen. Schauen wir mal. Okay. Zufrieden kennst du auch gar nicht. Wie bekommt man so viel Geld? Einfach die Missionen fliegen und dabei nicht zu viel Geld für übertrieben riesige Raketen ausgeben, weil man effizient fliegt. Deshalb mache ich diese Tutorial-Serie. Wie kommt man zu so viel Geld? Gucke die Tutorial-Serie. Guckt sie von Anfang an. Da wird alles erklärt. Ich wollte in der FAB einmal nach Filtern gucken. Also, ich glaube, dass sowas hier funktioniert. Normalerweise. Also, es gab ja vorhin die Frage, ich finde immer die richtigen Teile nicht für Satelliten. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich baue einen Satelliten mit hier. Fangen wir mit irgendwas an. Ich nehme hier einen Probedine, ja? Und ihr wollt jetzt nur Teile haben, die 0,625 Meter groß sind oder daran kompatibel sind, dann gebt ihr einfach 0,625 ein und ihr werdet feststellen, dass ihr haufenweise Dinge bekommt, die größentechnisch dazu passen. So, baut ihr jetzt was auf Basis von, also ich denke, das Prinzip ist klar, oder? Also diese Filter sind mittlerweile wirklich sehr gut bei KSP. Ich benutze sie selber viel zu selten, muss ich der Fairness halber sagen. Habe ich jetzt eine Kapsel, wo ich sage, das ist eine 1,25 Meter Kapsel, dann gebe ich 1,25 ein und bekomme halt haufenweise Dinge, die passen. Achtung, es gibt natürlich Dinge wie diese Kapsel. Das hier passt jetzt nicht. Warum nicht? Naja, weil die Kapsel taucht ja auch bei 0,625 auf. Die hat oben 0,625 Anschluss, unten einen 1,25er. Das heißt, der Fallschirm passt jetzt natürlich perfekt hier drauf, wo er überhaupt keinen Sinn macht. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst. Hier oben könnt ihr jederzeit Größenkategorie noch eingeben und bekommt dann für die passende Kategorie die passenden Bauteile angezeigt. Ich hoffe, das hilft ein bisschen. So, wir gehen jetzt auf Minmus landen. Sowas von. So.
Freunde, 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 wir müssen leider nochmal erstmal ein kleines Rendezvous machen. Genau, einfach oben, das sieht oben so 0,625 Meter Heat Shield und dann mit der Spitze zuerst wieder eintreten. Schickt mir gerne mal Videobeweise, wie gut das funktioniert hat. Ich hätte so meine Vermutungen. So, die müssen wir auch noch irgendwann nach Hause bringen, aber das machen wir, wenn wir heute noch zu viel Zeit haben. Oder ich mache das mal offscreen, weil es die tausendste Landung ist. Ich will auf Minmus landen. Dafür sammeln wir jetzt nochmal den Länder ein, weil ich würde gerne in den Länder halt auch mein Personal noch reinbringen, weil der Wissenschaftler ist da noch nicht drin. Das heißt, wir müssen jetzt einmal, die sind mittlerweile ein bisschen auseinandergedriftet, wir müssen einmal den Länder als Ziel setzen. In unserem Fall ist der Länder jetzt vor uns. Was heißt vor uns? Wir müssen ihn einholen. Wie funktioniert ein Chaser Orbit? Ein Chaser Orbit funktioniert, indem meine Umlaufbahn niedriger ist. Das heißt, ich muss jetzt etwas bremsen. Das ist ein bisschen unlogisch im ersten Gefühl, aber ich muss ein bisschen bremsen, um aufzuholen. Strategisch, schönen Tag dir noch. Viel Spaß bei der Arbeit. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen jetzt ganz wichtig, zur Umlaufbahn oder zum Orbit. Ups. Hier ist noch irgendwas an, was nicht an sein soll. Das ist nicht gut. Irgendwas hat hier noch seine Lenkschalter nicht ausgeschaltet. Gierung, Neigung, Rollwinkel. Seht ihr? Stumpf vergessen. Also Umlaufbahn Retro. Grad und ziehen jetzt unsere Umlaufbahn ein bisschen niedriger. Das muss gar nicht viel sein. So. Und dann werden wir unseren Orbit ein wenig schneller fliegen als das andere Raumschiff. Oh. So, und jetzt löschen wir alles, was ich gesagt habe, weil wir andersrum fliegen. Was bedeutet das? Na, wir haben das natürlich nur gemacht zum Üben, nicht weil ich mich jemals irren würde. Das heißt, wir brauchen einen größeren Orbit. Das hätte ich auch merken können an der Stelle, wo die Dinger auseinandergegangen sind. Aber naja, wir fliegen so rum. Damit ist alles, was ich erzählt habe, falsch. Und es gilt genau das Gegenteil, weil ich meinen Orbit nicht gut genug angeguckt habe. Also, wir müssen das größer schieben. Und das sieht man eigentlich auch hier an dem Indikator ganz gut. Aber ich habe versagt. Sind wir einfach ehrlich? Ich habe versagt. So, ich mache jetzt ein sehr einfaches Prinzip. Ich schiebe jetzt so lange meinen Orbit groß, bis dieser Encounter hier einfach funktioniert. Weil ich gar nicht groß rumtüdeln will. So, 0,6. Wunderbar. Das heißt, wir fliegen ja jetzt hier rum und treffen uns dann hier. Das heißt, ich mache jetzt einfach hier kurz davor ein. Hier hervorspulen. Und dann fliegt er einen kleineren Orbit und wir holen ihn deswegen ein. Und irgendwo ist er jetzt schon. Da hinten kommt er gerade. Und jetzt gehen wir wieder auf Ziel Retrograd. Und warten, dass wir diese 500 Meter hinbekommen. Sind so langsam. Ich glaube, ich korrigiere einfach mal unseren Anflug ein Stück weit. So, was ich jetzt mache, ich gehe jetzt Prograde. Ich lasse das SRS an. Ich mache RCS an und mit IJKL steuere ich jetzt meinen gelben Nupsi exakt auf den pinken Nupsi drauf. Und damit wird das nämlich eine 0,0 Meter Begegnung. Also ein echtes Rendezvous. Sehr nah dran. Achtet ein bisschen auf diese relative Geschwindigkeit. Also ich habe jetzt noch ein bisschen Geschwindigkeit abzubremsen. Ich habe aber auch noch genug Monotreibstoff, um das zu tun. 4,5 ist nämlich nicht ganz langsam. Und ich merke gerade, ich habe natürlich nur diese Düsen. Also wenn ich jetzt N drücke, passiert halt einfach nichts. Das heißt, ich muss mich jetzt, also probiert sowas zeitig aus, muss mich jetzt retrograd drehen. Solltet ihr in diese Verlegenheit mal kommen, könnt ihr mit Rechtsklick auf das Triebwerk den Schub weit runterdrehen. Ganz wenig Schub. Wir machen jetzt mal so 2-3%. Das reicht normalerweise. Das ist ja euer Haupttriebwerk. Okay. Also wir lassen uns jetzt mal randriften und dann zeige ich euch mal, wie das mit der Triebwerkszündung ist. Wichtig ist, dass ihr das Triebwerk vielleicht nicht auf 2 Meter Abstand zündet und nicht auf eine Vollzündung geht, sondern arbeitet da ein bisschen mit Gefühl. So. Und jetzt bringen wir das Triebwerk langsam hoch. Und wir sehen, unsere Geschwindigkeit sinkt ganz gut.
Ich mache jetzt mal so einen Zwischenschritt auf 2 Meter pro Sekunde runter. So, jetzt haben wir noch 75 Meter. Jetzt können wir uns wieder ein Stückchen randriften lassen. Es geht mir nur darum, Bob abzuliefern, okay? Falls sich jemand fragt, was ich hier gerade tue. Es ist Bob abliefern. Und wir müssen nicht docken dafür. Bob kann mit dem Raketenrucksack umsteigen. Das ist völlig in Ordnung. Und wir machen jetzt gleich unsere erste Minuslandung. So, jetzt gehen wir mal auf 1,5 Meter runter. Und dann kann Bob rüber zu. Bill müsste auch schon drin sitzen. Also Ingenieur und Wissenschaftler gehen gemeinsam runter. Und bei ungefähr 0 machen wir einfach aus. Und Bob geht eine EVA machen und steigt um ins andere Raumschiff. Da wird er nämlich jetzt benötigt, seine wissenschaftliche Expertise für die allererste Minmus-Landung. Wir freuen uns schon sehr drauf. Mit F festhalten, mit B an Bord gehen. Herzlichen Glückwunsch, wir sind an Bord. Ich schiebe jetzt mal den Rückwärtsgang kurz rein, um uns hier ein bisschen frei zu schieben. So, jetzt kommt das Thema Minmus-Landung auf uns zu. Ich versuche mal das auszumachen. Jetzt sind wir genau über dem Schnittpunkt. Ne? Ich würde gerne das Target setzen. Also entsetzen, ausmachen. Ich treffe das andere noch nicht. Wir sind noch zu nah beieinander. Müssen wir später machen. Also, bei euren Landungen. Das Erste, was ihr machen könnt, ist relativ tief gehen. Wir fliegen jetzt noch auf einem Orbit mit 25 Kilometer Höhe. Das können wir jetzt erstmal senken auf so irgendwie 10 bis 12. Und wenn ihr diese grünen Täler hier seht, das sind garantierte Flächen, die auf Meeresspiegelhöhe glatt sind, komplett eben. Das ist kein Steinchen, kein Holper. Und ich empfehle euch wirklich für eure allererste Minmus-Landung, nehmt euch so eine Fläche. Was man auch machen kann, und das werden wir jetzt mal tun, ist, wir gehen jetzt tatsächlich sofort retrograd. Und wir bremsen jetzt einfach in einen freien Fall runter. Jetzt kommt noch eine wichtige Sache, wenn auch ihr euer anderes Raumschiff noch in der Nähe habt. Wir sind jetzt retrograd. Wir könnten jetzt brennen. Aber wir gucken jetzt einmal, ob unsere Nase auf das andere Raumschiff zeigt. Das tut sie nicht. Also können wir das auch tun. Sonst könnte das eine sehr unangenehme Begegnung werden. So, und was wir jetzt machen, wir bremsen jetzt mit Vollschub durch. Auf Minmus ist das, wie gesagt, alles relativ preiswert. So, dass unsere Projektion hier unten in diesem Tal landet. Also wir sehen ja hier den prognostizierten Kurs, den blauen und fertig. Leider kann man das nicht sehr gut erkennen vor dem Hintergrund. Ich versuche es mal so seitlich, da sieht man es vielleicht ein bisschen besser. Also wir haben hier jetzt unseren Kursverlauf runter zu Minmus. Jetzt können wir hier auch das Ziel entfernen. So, sehr gut. Also wir fallen jetzt gemütlich nach unten und setzen zu unserer ersten Landung an. Generell bei Landungen empfehle ich euch, das zu machen. Hier funktioniert ausnahmsweise auch mal das, weil es eben auf Meereshöhe ist. Also die Abstandsmessung, reelle Höhe ist dann immer noch mal ein bisschen zuverlässiger. So, und wir haben ganz, ganz viele Wissenschaftsdinge mit, die wir in den verschiedenen Biomen auch durchführen können. Ich glaube, das müssten wir mittlerweile alles schon haben. Das sieht gut aus. Das heißt, wir können jetzt uns auf die Landung konzentrieren erstmal. Dafür fahren wir unsere Landebeinchen aus. Und wir können auch das Licht anmachen. Wir landen heute Gott sei Dank im Sonnenlicht. So, ich mache jetzt mal ein bisschen Zeitraffer vorwärts. Jetzt kommt der ganz wichtige Part. Bevor ihr landet, F5. Einmal schnell speichern. Wenn irgendwas schief geht, könnt ihr hier nochmal ansetzen. Ihr müsst nicht alles nochmal machen. Schnell speichern, wichtig. So, dann gehen wir hier auf den Retrograd-Marker.
Minmus ist jetzt relativ entspannt. So. Ich weiß für mich, ich kann die Kiste jetzt irgendwie auf 1.000-2.000 Meter durchsacken lassen und sie locker, flockig auffangen. Wenn ihr dieses Gefühl und dieses Vertrauen noch nicht habt, macht Zwischenbremsung. Also es ist kein Problem, jetzt mal zu sagen, okay, ich fange jetzt schon mal an, hier das erste Mal, was weiß ich, auf 80 runter zu bremsen. 80 Meter pro Sekunde. Ja, weil ich bin auf 8.000 Meter, ich will jetzt auf 80. So, und dann bei 7.000 Metern bremse ich auf 70 und bei 6.000 Metern bremse ich auf 60 und so weiter. Guckt, dass ihr euch erstmal wohlfühlt, macht vorher eine F5 und guckt euch auch ruhig die Höhenprofile von anderen Lagen an, wo ihr vielleicht später noch landen wollt. Hier oben könnte man zum Beispiel auch ganz gut landen auf diesem Plateau, weil das relativ eben aussieht. Es kommt jetzt die Frage, ist die Dämpfung angepasst? Wir hatten das beim Bauen gemacht, nur noch mal zur Erinnerung. Die Dämpfer haben wir angepasst auf. Wo ist es? Zack, so. Auf volle Federstärke, volle Dämpferstärke, damit das Ding nicht so wild rumfedert. Haben dadurch dann die Möglichkeit, sehr stabil zu stehen. Eine sehr weiche Federung kann auf Minmus sehr unangenehm werden, weil die Schwerkraft so gering ist. Und dann wobbelt das für immer und ewig hin und her. So. Behaltet hier ein bisschen die Zahl im Auge und beginnt rechtzeitig zu bremsen. Wann ist rechtzeitig? Tja, deshalb F5. Das ist ein bisschen eine Gefühlssache. Ich nehme jetzt mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Und das ist im Prinzip auch immer ein ganz guter Test, um zu sehen, wie schnell kann ich denn bremsen. Hier seht ihr jetzt, oh ja, das geht ja relativ schnell runter. Man verschätzt sich da am Anfang aber gerne. Ich gehe jetzt mal so auf 30 Meter pro Sekunde. Wir sind bei 3000 Metern Höhe. Alles ist gut. Also ich könnte viel später noch bremsen. Irgendwann seht ihr übrigens auch euren Schatten unten auf dem Boden. Das ist dann ein ganz guter Referenzpunkt, um auch nochmal die Höhe abzuschätzen. War früher aber wichtiger. Heute ist der wichtige Punkt, dass ihr diese Möglichkeit habt, und damit die echte Höhe über dem Boden seht. Also ihr seid jetzt noch 2000 oder wir sind jetzt noch 2000 Meter über dem Boden und kommen mit 42 Metern pro Sekunde dem Boden entgegengeschossen. Das ist relativ viel. Ich gehe jetzt mal so auf einen Drittelschub, damit er schon mal ein bisschen gegenarbeitet. Wie ihr seht, alles total entspannt. Wir müssen noch nicht zu langsam werden. Wir wollen ja noch zum Boden sinken, denn wir würden da gerne auch noch irgendwann ankommen. Der Idealzustand ist natürlich der Suicide Burn oder ich glaube bei SpaceX nennt man es den Hover Slam. Die Zündung, die quasi genau auf der Höhe des Bodens zum Stopp führt. Das ist ohne zusätzliche Mods eine relativ gefährliche Angelegenheit, nur um das schon mal deutlich zu sagen. Aber auch kein Ding der Unmöglichkeit. So, ich mache jetzt mal wieder eine Zwischenzündung, um uns noch ein bisschen langsamer zu machen. Je mehr man zwischendurch bremst und je zeitiger man anfängt, den Abstieg zu verlangsamen, umso spritineffizienter wird das nachher natürlich. Aber wichtiger Punkt: Spritineffizienz ist immer noch besser als draufgehen, nur um da nochmal die Erinnerung für zu schärfen. Also, wenn ihr dann ein bisschen spritineffizient fliegt, dann ist das halt so. Wenn das hilft, dass ihr vorsichtig und sicher ankommt, ist das völlig in Ordnung. So, ich mache jetzt mal einen langsamen und vorsichtigen Touchdown. Ihr müsst es nicht übertreiben bei Minmus, weil ich habe jetzt mal mit Absicht einfach ein paar Meter über dem Boden das Triebwerk ausgeschaltet. Ihr seht, die Schwerkraft ist überschaubar. Okay? Unsere erste Minmus-Landung, das war ja gar nicht so schwer. Tatsächlich ist Minmus sehr viel einfacher zu landen als der Moon. Aufgrund der sehr, sehr geringen Schwerkraft ist es sehr wenig spritaufwendig und man kann auch sehr, sehr schnell gegenbremsen. Das heißt, wir haben jetzt unseren ersten Auftragsparameter erfüllt. Aufsetzen auf Minmus wurde bestätigt. Jeder überlebte Absturz zählt als Landung. In unserem Falle ist das natürlich sogar eine sehr gute Landung gewesen. Und wir haben jetzt natürlich noch ein paar Zusatzaufträge. Wir haben nämlich, das ist alles Moon. Moon, oh, das können wir dann gleich noch machen, wenn wir da drüben sind. Orbitalstation ist auch nicht. Erkunde Minmus, kehre von der Oberfläche von Minmus nach Kerbin zurück. Das ist der Abschluss der ganzen Geschichte dann. Das werden wir heute so beenden. Stelle eine Flagge auf Minmus auf, haben wir uns noch mitgenommen. Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus.
Die Orbitalstation am Moon ist noch kein Thema. Und bringe grüner Sandstein mit. Ich habe keinen gesehen hier in der Umgebung bisher. Aber wir wollen ja vielleicht noch ein paar andere Landungen machen. Mal gucken, ob wir noch ein paar Sandsteine finden. Da hinten könnte was liegen. Mal sehen. Also, wir fangen jetzt erstmal mit den Wissenschaftsdaten wie immer an. Wir haben ja hier so ein paar Sachen mitgebracht. Die werden wir natürlich fleißig beobachten und uns erstmal einspeichern. Temperatur protokollieren. Wir werden die Druckdaten protokollieren, auch wenn es hier einfach überraschenderweise keine Atmosphäre gibt. Und wir werden diesen Frachtraum ansehen. Genau, die Stoßdämpfer helfen halt sehr. Die helfen wirklich sehr. So, und wir machen natürlich, hoppala, wir machen natürlich einen Crewbericht. So, und das Ganze ziehen wir jetzt in diesem Science-Container zusammen. Wir haben das Experimentallagermodul und der kann jetzt sagen, alle sammeln. Jetzt haben wir alles hier drin und können das nochmal durchgucken. Das hätte Verlust beim Senden, das hätte Verlust beim Senden, das hätte keinen Verlust beim Senden. 100% würden übertragen werden und wir haben eine Funkverbindung, die funktioniert. Wir haben eine Antenne angebaut. Das heißt, wir können jetzt die Daten raussenden. Das kostet uns ein bisschen Strom und dann haben wir nämlich schon mal Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Minmus erledigt. Das Thema ist durch. So, den Rest speichern wir noch. Und wir bekommen hierfür nochmal fast 90.000 Körbel-Dollar oder auch Funds. Wir bekommen 5 Forschungspunkte plus einen, weil wir die entsprechende Strategie abgeschlossen haben und 6 Reputation. Eigentlich hätten wir 8 bekommen, aber das ist eben Teil unserer Strategie. So, Bastel, vielen lieben Dank für den 22. Monat Resub. Ich hoffe, es geht dir gut. Jetzt kommt der Part mit dem Aussteigen und mit den Bodenexperimenten. Achtung, Achtung, Bodenexperimente. Wir fangen mal an mit unserem lieben Techniker. So, der steigt als erstes aus und übernimmt den Weg nach unten. Der wird jetzt erstmal die Fahne aufstellen und dann beginnen, das erste Mal Bodenexperimente aufzubauen. Warum, erkläre ich gleich. Also, warum es der Techniker ist. So, erstmal steigen wir die Leiter runter, mit Leertaste lässt man dann los. Und wie ihr seht, hier ist sehr wenig Schwerkraft. Das heißt, auch wenn ihr rennt und dann Leertaste drückt für Springen, dann seid ihr richtig im Superman-Modus unterwegs. Mit R könnt ihr jetzt übrigens euer Raketenpack anschalten und auch in der Gegend rumfliegen. Das geht hier auf Minmus relativ gut. Deshalb sind Leitern auf Minmus eine Geschmacksfrage, sagen wir es mal so. Auf Eve wären sie Pflicht, auf Minmus sind sie zugegebenerweise ein bisschen optional. So, wir machen jetzt einmal einen EVA-Bericht fliegenderweise und bringen den zurück in unsere Kapsel. Und dann machen wir einen gelandeten und den ganzen anderen Kram. So, zurück zur Kapsel damit. So, und jetzt machen wir einen EVA-Bericht, während wir gelandet sind. Und wir nehmen eine Oberflächenprobe, die ist auch sehr viel Wissenschaftspunkte wert. Nehmt ihr unbedingt. Und natürlich sind wir auch hier, um unsere Flagge aufzustellen. Das ist nämlich einer unserer Aufträge gewesen. Und das Schöne ist, wenn wir eine Flagge aufstellen, können wir auch wieder was aufschreiben. Das ist unsere erste Minmus-Landung natürlich. Go. So, wir haben Minmus offiziell erobert. Jetzt kommt aber noch so ein bisschen Bastelkram auf uns zu. Haha. So. Zack. Wir haben nämlich noch so ein paar Sachen mitgenommen. Ich gehe jetzt mal auf die Leiter dafür. Zack, zack, zack. Und wir können hier die Türen öffnen. Zack. In jedem Container ist eine komplette Experimentenstation drin. Die könnt ihr einfach rausnehmen und aufbauen. Wichtig ist jetzt, wer baut was auf. Der Ingenieur baut auf jeden Fall das Photovoltaikmodul auf und der Wissenschaftler das Wissenschaftsmodul.
Weil die Sachen besser funktionieren, wenn sie von der richtigen Profession aufgebaut werden. Ich baue jetzt aber als allererstes mal die Überwachungsstation auf. Die kann man mit einem Klick nehmen. Dann hält man einfach über den Kerbal drüber, ohne was zu drücken oder so. Dann geht das hier auf und dann rein ins Inventar. Dann habe ich das mit dabei. Dann kann ich hier mit Space loslassen, mit R mein Jetpack einschalten. Und dann würde ich sagen, bauen wir hier drüben mal unsere Forschungsstation auf. So. Rechtsklick auf den Kerbal. Dann kommt ihr an den Rucksack ran. Und zack. Experimentierstation. Mit Space könnt ihr das dann platzieren. Mit Escape abbrechen oder mit J und L drehen. Und Space. Das dauert einen kurzen Moment, bis sie sich findet. Und dann baut die sich hoffentlich irgendwann auf. Irgendwann wird sie es hoffentlich hinbekommen. Mal gucken. Ich hole dir einfach mal das nächste Bauteil. Ah, jetzt geht's los. Seht ihr? Jetzt baut sie ihre Antenne auf. Uah. So, jetzt gehen wir zurück zu unserem Container. Ich hatte hier, glaube ich, aus dem ersten rausgenommen. Genau. So, und jetzt kommt die Photovoltaikstation. Damit erzeugen wir Strom. Normalerweise erzeugt die eine Stromeinheit. Jetzt ist es aber so, wir bauen ja ein paar mehr Teile auf. Und Ragdoll, wenn das passiert, einfach fallen lassen. So. Und der Ingenieur oder Techniker heißt der auf Deutsch, Engineer auf im englischen KSP, hat die Fähigkeit, wenn er das aufbaut, gibt es einen Bonus. Jetzt gab es die Diskussion, dass sich das mit dem Fähigkeiten-Level ändern würde. Meiner Meinung nach nicht, außer es wurde geändert. Normalerweise ist es so, dass wenn man das Ding aufbaut mit einem Ingenieur, gibt das dann 4 Strom. Jetzt schauen wir mal, ob der Ingenieur tatsächlich jetzt fähigkeitsgebunden Bonis erzeugt. Am Anfang war es nicht so. Das heißt, wir bauen das jetzt einfach auf. Auch das aktiviert sich dann irgendwann wieder, indem es ausklappt. So. Oh, erzeugte Stromeinheiten 2. Das könnte knapp funktionieren, aber weil wir haben hier eine, die verbraucht wird. Das haut hin. Okay, also es sind nicht mehr 4, es sind jetzt nur noch 2, also wahrscheinlich wirklich levelabhängig eventuell. Das werden wir später mal testen müssen mit einem besseren Techniker. Also wenn wir das nächste Mal unterwegs sind, hat Billy ja dann auch schon ein weiteres Fertigkeitslevel. Hat sich also potenziell was geändert. Aber 2 sollte reichen, denn wir brauchen einen Strom für unsere Übertragungsstation oder die Experimentüberwachungsstation. Und wir brauchen dann nochmal einmal Strom für den Schleim. Wichtig jetzt aber, den Schleim nicht mit dem Ingenieur aufbauen. Der steigt jetzt nämlich wieder ein. Sondern den Schleim baut unser Wissenschaftler auf. Der ist nämlich für die wissenschaftlichen Fachgeräte zuständig. Und wenn er das tut, bekommt das Gerät ein bisschen Bonus, wenn damit geforscht wird. So, das heißt, Solarpanel mit dem Ingenieur, Schleim oder andere Experimente mit dem Wissenschaftler. Die Ingenieursnummer gilt auch für alle anderen Stromerzeugungsgeräte, die Hauptstation ist mehr oder weniger egal. Rechtsklick auf den Kerbel, aufstellen und auch hier wieder Leertaste. Das Ganze funktioniert natürlich wireless. Wir sind ja hier in der Zukunft. So, und mit etwas Glück verbraucht das jetzt auch nur einen Strom, sonst ist meine ganze Station kaputt. Sieht gut aus. Benötigte Stromeinheiten 1. Modul aktiviert. VAR. Das heißt, hier wird jetzt automatisiert der Schleim weiter beobachtet. Das Schöne ist übrigens, ihr könnt, wenn ihr hier dran steht mit F, erzeugen, dass sie mit dem Zeug rumspielen. Aha. Falls ihr euch auch so gerne in Spielereien verliert. F ist eure Taste. Press F to interact, not to play respect. Pam.
Pay Respect, meine Güte. So, jetzt können wir hier nochmal an der Station überprüfen. Also erstmal müssen wir natürlich willenlos Knöpfe drücken. Sehr gut, wir haben ihn gerade zum Funktionieren gebracht. Strom erforderlich gesamt, insgesamt verfügbare Leistung 2. Passt also. Ja, wir sind soweit in Ordnung. Das ganze Ding wird dann nachher die Sachen übertragen. Hier kommt der Strom her. Hier wird unser bisher einziges Experiment gefahren. Das ist jetzt so ein bisschen Science over Time. Das heißt, das bleibt jetzt hier stehen und irgendwann in regelmäßigen Abständen überträgt das dann mal Wissenschaftsdaten von Minmus. Das kann man für jedes Biom machen. Das ist eine relativ hilfreiche Geschichte. Flagge ist auch durch und die entsprechenden Meilensteine sind auch durch. So. Oh. Kopf gestoßen. Kopf gestoßen. Wenn wir jetzt draußen sind mit dem Wissenschaftler, dann können wir noch ein paar andere Sachen machen. Wir können nämlich das Science Junior wiederherstellen. Dann können wir vom Raumschiff runterfallen. Kurz warten, bis Bob sich gefangen hat. So. Dann fliegen wir noch zu unserem... also wir fliegen einfach auf die Leiter. Von da aus müsste das eigentlich funktionieren. Einmal den hier auch wiederherstellen. Nein, das funktioniert nicht. Dann fallen wir nochmal die Leiter runter. So. Und müssen hier an diese Tasche einmal ran. Wenn ihr da zu unsicher seid, klappt vorher das Solarpanel ein. So. Dann sind die beiden wieder hergestellt. Dann können wir das nämlich nochmal benutzen bei unserem nächsten Landepunkt. Und da kommen wir jetzt auch zu, wenn ihr auf Minmus landet. Dieses Raumschiff ist so konzipiert, und deshalb haben wir auch Bob und Bill mit dabei, dass wir potenziell bis zu 4 Landezonen anfliegen können, wenn wir das wollen. Das heißt, wir können jetzt hier alles wieder schön zuklappen. Nicht, dass das irgendeinen technischen Effekt hätte, aber es sieht halt ordentlicher aus. So, und dann können wir mal gucken, wo ist denn unsere nächste potenzielle Landezone? Dieser See, ich nenne es jetzt mal so, oder dieses Tal ist eigentlich jetzt ein Biom. Hier unten fängt auf jeden Fall das nächste Biom an. Das heißt, wir könnten nach Süden fliegen, wir können aber auch nach Osten rüber hierhin fliegen, auf diese Hochebene. Ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal nach Süden. Dafür guckt ihr auf den Navball. Norden ist recht deutlich markiert. Süden ist in die andere Richtung, also Richtung 180 Grad. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir starten und kippen Richtung 180 Grad. Bis wir auf der Map dort ankommen. Das heißt, wir starten. Wichtiger Punkt ist, jetzt gebt nicht zu viel Stoff, denn wir sind auf Minmus. Und kippen auf dem Navball Richtung 180 Grad. Wir machen einfach so einen schönen 45 Grad Winkel. Und jetzt gehen wir mal in die Map rüber. Und wie gesagt, man kann es leider vor dem Minmus-Hintergrund sehr schlecht erkennen. Aber hier seht ihr, wie sich unser Kurs entwickelt. Und jetzt sind wir schon sehr, sehr safe mit einer schönen Bogenlampe drüben auf dem anderen Biom. Ja, hier unten werden wir landen. Und dann machen wir da eine neue Landung. Das heißt, wir lassen uns jetzt einfach da einmal rübertreiben. Das ist da irgendwo bei den Bergen. Hier liegen auch irgendwelche Steine rum. Das ist auch sehr gut. Wir haben nämlich noch eine Mission, grünen Sandstein mitzubringen. Mal gucken, ob wir den finden können. Irgendwo ist er mit dabei. Bringe grüner Sandstein mit. Weil vielleicht finden wir einen grünen Sandstein. Ich spoiler schon mal, der ist grün. Mal sehen. So, das Ganze können wir jetzt leider nicht zeitraffern, aber wir können mit Alt gedrückt den Physics Time Warp anmachen. So, wir gehen jetzt einmal, wie gesagt, auf so 4000 Meter hoch und dann kommt der Abstieg. Da wir noch zu niedrig sind, kann ich das nicht in einen echten Zeitraffer räumen. Und wir nutzen jetzt einfach den Effekt der sehr geringen Minmus-Schwerkraft. Wir beginnen jetzt wieder zu sinken. Also jetzt ist der Punkt, ab wann man vorsichtig sein sollte. Auch hier gilt wieder, if in danger or in doubt, also wenn ihr irgendwie Befürchtung habt, ihr könnte gleich was schief gehen, dann drückt ihr einmal F5.
Dann haben wir wieder schnell gespeichert und dann gehen wir wieder und suchen uns den Retrograden-Marker bezogen auf die Oberfläche. Und jetzt ist halt wichtig, dass wir wirklich auf Gebirge umgestellt haben hier, also auf echte Radarhöhe, denn wir kommen jetzt ein bisschen in, ich sag mal, felsigeres Gebiet rein, wo natürlich auch nicht mehr alles auf Meereshöhe ist, sodass wir hier ein wenig besser sehen sollten, wann der Boden wirklich da ist. Und versuchen jetzt ganz gemütlich hier anzulanden. Hier sollte jetzt schon... der See scheint recht flach zu sein. Das klingt noch, als ob wir über dem See wären. Ja. Was man jetzt machen kann, um das zu strecken übrigens. Man kann punktuell so nach oben gehen. Also wirklich genau in die Mitte. Und jetzt geben wir einfach Schub nach oben. Das heißt, wir beginnen wieder zu steigen. Ich würde uns jetzt mal nämlich rübertragen, da hinten auf das Flache. Wie mache ich das? Ich gebe jetzt einfach wieder Schub nach oben, um weiter zu schweben. Meine seitliche Bewegung bleibt dabei ja erhalten. Es gibt ja hier nichts, was mich bremst. Es gibt ja keine Atmosphäre rund um mich muss. Das heißt, mein Raumschiff fliegt jetzt einfach in diese Richtung weiter, als ob nichts gewesen wäre. Ich schiebe quasi meinen Punkt der Landung immer weiter hier rüber. Und wir gucken mal, ob wir irgendwie hinter diesem Hang landen können. Wie ihr seht, das geht alles sehr gemächlich vonstatten. Und ich kann jederzeit, wenn ich hier sehe, ich beginne wieder zu sinken, kann ich wieder ein bisschen Stoff geben. Das Ganze geht natürlich auch mit meinem RCS, kann ich das ein bisschen unterstützen, wenn ich das möchte. Also ich drücke jetzt gerade H. Und auch hier sieht man einen ganz minimalen Effekt darauf. Hier sieht man es auch, Oberflächengeschwindigkeit, dass wir beginnen zu steigen wieder. Genau, wenn man RCS hat, kann man das dafür einsetzen. Ob man es jetzt dafür ausgeben will oder lieber für was anderes, nachher zum Docken zum Beispiel, das sei mal dahingestellt. Aber wir treiben jetzt so langsam über diesen Abhang rüber und können dann gucken, dass wir hier hinten eine gute Landung hinbekommen. Ich werde jetzt nochmal einen ganz kurzen Schub geben. Einfach um nochmal uns kurz steigen zu lassen. Wir steigen jetzt nochmal mit 10 Meter pro Sekunde ungefähr und ab hier sollte das jetzt in dieser Bogenlampe, die wir ja da vollziehen, ganz gut klappen, dass wir hier hinten irgendwo landen. So, RCS mache ich aus. Wir haben immer noch 1749 Meter pro Sekunde verfügbar. Und jetzt suchen wir uns mal den Retrogradmarker. Der ist hier schon zu sehen. Den brauchen wir natürlich gleich zum Bremsen. Wir sind noch 1300 Meter über dem Boden und kommen jetzt hier so langsam an den Punkt, wo wir über den Hang ein Stück weit rüber sind. Ich hoffe, es wird nicht allzu schräg. Ich meine, so ein bisschen hügelig ist es hier immer noch, aber wieso? Hat er gesagt. Kann ich bestätigen? Hat er wirklich gesagt. Oh, Captain Caps Lock. Das hast du falsch zurückgerechnet. Weil du jetzt bestimmt sowas wie Fußball sagst. So, wir haben jetzt noch 300 Meter bei 15 Metern. Das ist mit unserem Raumschiff ganz okay. Wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen Gefühl für entwickeln, was euer Raumschiff hergibt. Deshalb aber auch vorher F5 drücken. Und bei diesen Steinen gibt es so ein paar spezielle, ich sehe ihn jetzt hier noch nicht, die sind so ein bisschen grünlicher. Da kann man dann grünen Sandstein abbauen, aber ich sehe bisher noch keinen, deshalb noch mit Vorsicht zu genießen. So. Nee, Football ist es auch nicht. Bogenlampen sind aber auch im Basketball nicht völlig irrelevant, um es mal so zu formulieren. So, wir machen jetzt hier ein schönes vorsichtiges Aufsetzen. Versucht auf Minmus so unter 2 Meter pro Sekunde beim Aufsetzen zu haben. Das reicht im Normalfall aus, wenn ihr die Federung sehr hart eingestellt habt, damit da keine komischen Sachen passieren. Also ich habe jetzt einen halben Meter pro Sekunde gehabt und ihr habt gesehen, das war sehr, sehr
sehr, sehr weich beim Aufsetzen. So, hier startet jetzt das ganze Prozedere eigentlich wieder von vorn. Wir haben jetzt hier wieder einmal Druckdaten protokollieren. Wir haben einmal Temperatur protokollieren. Wir haben einmal unseren Schleim beobachten. Wir haben einmal den Frachtraum ansehen. Und wir haben einmal einen Crewbericht machen. So, der ganze Spaß wandert dann wieder in unseren Wissenschaftscontainer. Das war nicht so schlau. Alle sammeln. Falschen Knopf gedrückt. So, und jetzt steigen wir wieder aus. EVA-Bericht. Sehr schön. Welcher war das jetzt? EVA-Bericht von Mimus Flachland. Okay, sehr gut. Den können wir dann auch direkt schon mal speichern. Und ich glaube, wir können von hier oben auch eine Oberflächenprobe tatsächlich nehmen. Auch die können wir schon mal speichern. So, loslassen, RCS-Pack an und dann fliegen wir ein paar Meter weg. Währenddessen können wir mal gucken. Den haben wir schon. Sehr gut. Zack. Und dann kommt hier potenziell das Thema Flagge aufstellen. Werden wir jetzt aber nicht für bezahlt, werde ich mir jetzt also sparen. Ich gucke gerade, ob ich irgendwo... einen Stein sehe, der anders aussieht. Ich sehe ihn aber nicht im Moment. Gucken wir bei der nächsten Landestelle nochmal. Okay, das heißt, ich gehe dann wieder direkt in den Baumodus über. Hänge mich also gleich an meine Tür ran. Beziehungsweise ich kann auch auf dem Dach landen von der Kiste. Und das von da aus machen. Ich nehme jetzt aus der anderen Seite die Bauteile raus. Da hinten am Horizont war einer. I see what you're doing there. So. Zack. Einpacken. Als erstes die Überwachungsstation. Ups. So, dann bauen wir die hier wieder schön auf. Rechtsklick, Knöpkes, Leertaste und dann könnt ihr die im Prinzip schon machen lassen. Die kommt ohne uns klar. Heute hat sich auch entschieden, mal ein bisschen schneller aufzubauen. So, dann machen wir mit ihm hier noch das Thema Photovoltaikanlage. Kommt da auch noch mit hin. Wenn sich jetzt jemand von euch fragt, aber warum habe ich das denn nicht? Diese Bodenexperimente sind Teil des DLCs Breaking Ground. Das heißt, habt ihr das DLC nicht, habt ihr auch diese Bodenexperimente nicht zur Verfügung. Das Spiel funktioniert trotzdem, aber dann könnt ihr genau diesen Part halt einfach nicht machen. Nur, dass ihr euch nicht wundert, wo das herkommt. Ist trotzdem Vanilla, aber es ist halt aus einem DLC-Kontext. Ups. So. Und jetzt geht als nächstes wieder der Wissenschaftler raus. Und baut den Schleim auf. Um damit dann Forschungspunkte zu sammeln tatsächlich. Kleiner Knopf, Leertaste und läuft. Hoffentlich. Jawohl. So, Strom sieht gut aus. 2 brauchen wir, 2 kriegen wir. Ach, wir brauchen schon Leitern. Also in der Theorie könnte ich auch über die Leiter gehen, wurde gerade angemerkt vom Chat. Das ist korrekt. Oder ich jetpacke. Ich habe viel zu viel Spaß am Jetpack fliegen, aber solltet ihr mal in die Verlegenheit kommen, kann man auch über Leiter klettern. Ich werde das jetzt aus technischen Gründen einmal zeigen. Also, um eine Leiter zu benutzen. Achtung, jetzt wird es relativ schwierig. Geht man an die Leiter, drückt F und drückt dann W nach oben, um hochzuklettern.
So, jetzt auch noch die Experimente hier einmal fertig. Und dann, also ich resette jetzt die Experimente wieder auf Status Quo. Oh oh, oh oh. Nicht auf den. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Versucht nicht auf den Solarpanelen zu laufen. Was könnte potenziell schon schief gehen, wenn man mit seinem Kopf gegen das Solarpanel schlägt? So, genau, so macht ihr das bitte nicht. Ihr macht das sehr viel vorsichtiger und klappt dieses Solarpanel einfach vorher ein. Aber abseits davon war das sehr gut. Sehr gut umgesetzt. Das mit der Leiter, ja, ich dachte mir schon, dass das der eine oder andere nochmal sehen mag. So, jetzt gucken wir mal, wo sieht es denn hier nach nächstes Biom aus? Also ich würde jetzt mal tippen, dass diese Hochebene hier drüben ein Biom sein könnte. Das heißt, was wir jetzt machen, wir fliegen jetzt nach Osten. Nach Osten rüber und versuchen hier nochmal zu landen. Dann wird es nämlich eh langsam dunkel. Und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen. Das heißt, wir gucken, wo ist die 90 auf unserem Navpol, die ist hier. Und starten in Richtung der 90. Ich mache jetzt einen 20 Grad Anstellwinkel. Wir können uns das hier auch angucken. Ihr gewinnt relativ schnell an Höhe auf Minmus. Wichtig ist, dass kein Berg direkt in der Flugbahn sein sollte. Das endet meistens relativ unangenehm. Und ansonsten schauen wir jetzt mal. Ja, wir sind schon auf der Anhöhe drauf. Ich lasse mir ein bisschen Platz zum Bremsen. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir gleich was Neues haben. Also, Kubrick, der Weltraum in Nähe von bla bla bla. Ich gehe jetzt mal ganz kurz raus. Wir haben hier jetzt unter uns gerade Minmus Flachland. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass wir da hinten über irgendwas anderes drüber fliegen. Also hier wäre diese Hochebene und ich hoffe, dass sie was anderes ist als Flachland. Sonst fliegen wir gleich einfach weiter. Wir steigen auch noch. Wir sind jetzt gleich auf dem Höhepunkt unserer Reise. Jetzt schauen wir mal, was das ist. Das hier könnte Slopes tatsächlich sein. Also, was heißt das? Abhänge? Keine Ahnung. Immer noch Flachland. Ich bin ein bisschen beleidigt. Okay. Dann müssen wir erstmal wieder rein und geben der ganzen Geschichte nochmal ein bisschen Schwung. Ja, da geht's. Er will nämlich noch nicht mit uns spielen. Ich gebe jetzt mal ein bisschen Energie in den Orbit rein. Das ist jetzt schon relativ viel. Hoppla, wir sind tatsächlich wieder im Orbit. Wir gucken mal, wann wir über was rüberkommen, was wir noch nicht hatten. Und dann landen wir da einfach nochmal. Wir haben ja immer noch sehr, sehr viel Treibstoff. Also dieser gesamte Treibstoff hier drin, diese 1500 Meter pro Sekunde, die sind nur für Operationen an Minmus gedacht jetzt. Das heißt, wir können hier relativ entspannt mit umgehen. Es ist immer noch Flachland, ne? Okay, also wir brauchen nicht nochmal im Flachland zu landen. Wir hätten hier nochmal einen Überflug auf diese kleinen Seen. Das sind eigentlich andere Biome. Das könnten wir natürlich mal probieren, so im Halbdunkel die Dinger anzulanden. Wisst ihr was, genau so machen wir das jetzt. Wir landen hier noch in einem dieser kleinen Seen und dann begeben wir uns zurück und machen uns auf den Rückweg, damit wir das heute noch abgedeckt bekommen. Dann haben wir zwar nur 3 von geplanten 4 Landungen gemacht. Schon eine Zündung zu tun. Gott, Gott, Gott. So.
Also wir landen hier unten in diesem kleinen Becken. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht... den ein oder anderen Sandstein zu Gesicht bekommen. So, jetzt seht ihr, wir sind ein bisschen immer noch drüber. Ich bremse jetzt noch ein bisschen einfach retrograd, weil das zieht ja den Orbit kürzer. Und jetzt sind wir schon drin. Alles, was wir ab jetzt noch machen, bremstechnisch, bringt uns auf jeden Fall in dieses Tal hinein. Das sieht ganz gut aus. Gucken mal, ob es hier noch irgendwas Spannendes gibt. Alles Flachland. Spannend wird es, ob wir so einen Sandstein finden können, ne? Auf unserer ersten Minmus-Reise. Und ihr seht, die Sonne steht jetzt schon relativ flach am Himmel. Das heißt, es wird auch bald dunkel werden. So, und wir gehen jetzt mal auf Oberfläche retrograd. Ich glaube, ich würde mal ein bisschen so bremsen, dass wir hier an dem Übergang anlanden, in der Hoffnung, dass wir hier ein bisschen höhere Steindichte haben. Das sieht auch ganz gut aus. Das heißt, ich bremse jetzt mal ziemlich stark. So, ich sehe hier auf jeden Fall sehr viele Steine liegen. Ob da jetzt so ein Sandstein mit dabei ist, ich weiß es noch nicht, ist aus der Höhe schwer zu sagen. Aber wir werden uns die gleich mal ein bisschen genauer angucken. So, jetzt nimmt er uns auch den Zeitraffer raus, kurz vorm Boden. Und sagt, wir dürfen das nicht mehr zeitraffern. Und jetzt zeige ich euch mal ein bisschen mehr dieses effiziente Landen. Auch hier gilt wieder F5, damit ihr euch nicht irgendwie verrechnet. Und ich würde jetzt mal so sagen, wir hauen die Kiste mal 19,5, das ist echt viel. Wir hauen die Kiste mal wirklich erst kurz über dem Boden in den Staub. Das müsste immer noch reichen, locker. Ja, tut es. So, dann schauen wir mal, ob einer von diesen Steinen hier mit uns spielen mag. Sehr schön. So, erstmal wieder Schema F. Wir machen Wissenschaft. Alle unsere Experimente einmal abfeuern. Und alle unsere Experimente einmal hier drin sammeln. Ihr seht, wir haben jetzt hier schon 19 Experimente drin. So, dann geht unser lieber Techniker erstmal raus. Ich bin mir nicht sicher, ob es der Stein da hinten sein könnte, aber eigentlich sehen die noch ein bisschen anders aus. Wir gucken gleich mal. So, wir machen uns ein bisschen Licht an. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kleine Experimentenausflugs. Flugaktion in der Hoffnung, dass wir so einen Stein finden für Sandsteine. Die sehen ein bisschen anders aus. Ich habe auch lange keinen mehr gefunden, Schrägstrich gesehen, Schrägstrich gesucht. Aber eigentlich erkennt man sie, wenn man sie sieht.
Ich weiß jetzt nur nicht, ob ich hier in der Nähe einen finden werde, aber wir probieren es mal. Die sind so ein bisschen markanter als die anderen Steine. Aber sie kommen auch nicht so oft vor. Dafür ist das Jetpack dann eine ganz schöne Möglichkeit, um hier so ein bisschen rumzudüsen. Ich sehe noch keinen, der mich so dran erinnert. Versucht nicht irgendwie mit 30, 40 Metern pro Sekunde auf den Boden aufzuschlagen. Das ist meistens relativ ungesund für euren Körbel. Also wir haben hier viele Steine. Aber ich sehe noch keinen, von dem ich jetzt die Probe nehmen würde. Weil die hier sind es eigentlich nicht. Ich mache mal kurz einen Testlauf, aber eigentlich diese normalen Steine sind es eigentlich nicht. Das ist schon so ein bisschen spezielleres. Eine speziellere Felsformation. Wir gucken mal. Und ich glaube, der wichtige Part ist, dass man durch die nicht durch kann. Durch die hier kann man nämlich, glaube ich, durch. Yep. Und es sind welche, die auf jeden Fall massiv sind. Ich sehe so einen gerade nicht. Wie gesagt, die sind optisch auch wirklich zu erkennen. Aber hier ist jetzt keiner. Soweit ich das sehe. Ich fliege jetzt erstmal zurück, damit wir auch unsere Mission beenden können. Sind die nur an den Polen? Ich müsste das auch mal nachlesen. Ich glaube, es gibt immer so ein paar Biome, in denen sie vorkommen. Hier sind auf jeden Fall keine dazwischen. Man sieht das. Das sind so ein bisschen zackigere Gesteinsformationen. Die mit so, ja, ich würde mal sagen, so grünen Adern durchzogen sind. Das umschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ein bisschen so wie grüner Granit oder sowas. Fand ich immer, dass sie aussahen. Ich finde die immer so aus Versehen, wenn ich sie gerade nicht brauche. Genau, aber das ist ja nicht unsere Primärmission. Das wäre nun nett gewesen, wenn wir das hätten. Unsere Primärmission ist, die Peoples hier nach Hause zu bringen. Und dafür müssen wir jetzt noch unsere Bodenstation aufbauen und dann unser Raumschiff treffen, mit dem wir nach Hause fliegen wollen. Nicht schlecht geflogen, McFly. Nicht schlecht geflogen. So. Bastel, hau rein. Ich wünsche dir einen schönen. Was ist heute eigentlich? Samstag, glaube ich. Ich glaube, es ist Samstag. Bin mir zu 95% sicher, dass es Samstag ist. So. Probedein, Überwachungsgedöns. Los geht's. So, mal gucken. Die wird jetzt wahrscheinlich auf Anhieb nicht so richtig gut funktionieren, weil es hier schon ein bisschen schattig ist. Zack, zack. Genau, ein guter Einwand aus dem Chat gerade noch, dass man in der Mission Control wahrscheinlich sieht, in welchem Biom das ist. Ich meine auch, dass es irgendwo stand, wo man die Dinger finden kann.
Mission Control wäre ein sehr guter Tipp in die Richtung. Ich habe es nämlich auch mal irgendwo gelesen, dass immer so, wenn man auch sagt, so man soll einen Moonstein holen oder so, dass eigentlich niedergeschrieben steht, in folgendem Biom kannst du dich finden. So, damit hat der Techniker seinen Job getan. Und der liebe Wissenschaftler macht den letzten Teil der Aufgabe, nämlich den Schleim aufstellen. Den guten Forschungsschleim. So. Zack. Einmal die Station aufgebaut. Spannung niedrig, das stimmt, weil im Moment halt keine Sonne scheint. Das kann im Moment nicht funktionieren. Aber wir wissen ja, dass es an sich funktioniert. So, was wir jetzt noch bedenken sollten, eine EVA und eine Bodenprobe wäre noch ganz nett. Oberflächenprobe nehmen und EVA-Bericht. Zack. Der Ingenieur hat das Solarding aufgestellt, genau. Der liebe Wissenschaftler hat nur das Experiment aufgestellt. So. Und hinein. Jetzt ziehen wir das Ganze nochmal alles zusammen. Und dann gucken wir mal, wie wir zurückkommen. Also, auch hier wieder gibt es verschiedene Varianten. Wir könnten jetzt in eine polare Umlaufbahn starten und dann Inklination angleichen. Aber wenn ihr Zeit habt, lasst die Zeit, gerade auch Hashtag Zeitraffer, für euch spielen. Wir haben jetzt ein bisschen das Problem natürlich, dass unsere Kapsel durch die Nacht geht und damit elektrischer Strom verbraucht wird. Was man da machen kann, ist zum Beispiel zu sagen, ich mache mal das Licht aus und das SRS aus. Dann verbrauche ich ein bisschen weniger elektrischen Strom. Wir haben als Stromverbraucher jetzt noch den Core, den können wir jetzt auch noch in Schlafmodus schicken. So, und jetzt ist unser Stromverbrauch quasi auf Null. Also nicht ganz, aber sehr, sehr nah dran. Und wir können durch die Nacht durch den Zeitraffer länger laufen lassen. Ihr seht, der elektrische Strom sinkt jetzt viel weniger schnell. Und jetzt können wir nämlich einfach darauf warten, dass wir unter den Kurs unseres Raumschiffs kommen. Und jetzt ist es nämlich sehr, sehr einfach, dass wir jetzt einfach nach Norden starten. Das heißt, was wir jetzt erstmal machen, ist natürlich den hier wieder aufwecken. Ein. Das hier alles zu. Und Licht an. Und wir starten jetzt nach Norden raus, weil uns das jetzt auf den Kurs bringt, den wir eigentlich wollen. Und wir haben dadurch die ganze Inklinationsanpassung uns gespart. Der Planet hat uns dahin gedreht, wo wir hinwollen. Los geht's. Auch hier auf Minmus könnt ihr wieder sehr schnell in eine starke Neigung gehen. Hier gibt es keine Atmosphäre, die euch aufhält. Wichtig ist nur, versucht nicht Berge mitzunehmen. Das ist immer ein bisschen ungesund. Aber da wir ja hier schon relativ schön und schnell steigen, sieht das alles ganz gut aus. Ich glaube, wir sind sogar schon viel zu hoch mittlerweile. Sind wir. Können gleich mal den hier machen. Ist aber nicht schlecht, dass wir einmal über den Berg drüber kommen. Das beruhigt mich auch ein bisschen. So, und wir wollen natürlich unseren Kurs unter diese Mission setzen, damit wir sie einholen. Relativ schnell. Dafür müssen wir gleich ein wenig gegensteuern. So, das gucke ich mir in meiner Map an. Also ich gehe jetzt unter die Horizontlinie, um es wieder runter zu drücken. Oh, das ist zu wenig. Ich gehe jetzt tatsächlich mal bis auf den blauen Marker rüber. Also das ist Radial In. Damit ziehen wir jetzt den Kurs nach innen rein. Das sieht aber ganz gut aus. Wir haben auch noch mehr als genug Treibstoff für solche Shenanigans. So, und jetzt lassen wir uns erstmal ganz gemütlich. Das sieht jetzt erstmal verwirrend aus. Ich habe auch einen kurzen Schock bekommen, aber alles ist gut, denn unser Prograde ist irgendwo da drüben. Hier. Und wir haben 2000 Meter bis zum Boden. Sieht also alles chico aus. Judy, dann Zeitraffer an. Wir coasten jetzt mal kurz bis zur Apoapsis oder zumindest in die Nähe.
Währenddessen verlieren wir natürlich weiter Strom, ist aber nicht ganz so wild. Wir kommen da oben gleich in die Sonne zurück. So. Jetzt beginnt das Ganze schon wieder aufzuladen. Gut, jetzt machen wir hier einmal als Ziel setzen unsere Landemission. Und dann gehen wir Prograde ein bisschen unten drunter, damit wir schön flach bleiben, was das angeht. Dann sind wir nämlich schneller da. Gut, und jetzt Zeitraffer an. Wir lassen uns jetzt rankurbeln an die ganze Geschichte. Ihr seht, hier kommt er jetzt schon ein bisschen näher. Und jetzt müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich wird er jetzt im nächsten Orbit sogar schon sagen, wir haben überschossen. Und das können wir aber ausgleichen, indem wir dann ein bisschen Prograde brennen mit der ganzen Geschichte. Also wir warten jetzt mal, was passiert am Marker. Ah, noch nicht. Also wir können noch einen Orbit. Wir warten, dass die zueinander finden. Ein Orbit geht noch. Und jetzt merkt man aber schon, dass die Raumschiffe langsam ein bisschen näher zueinander kommen. Inklination ist mit 1,7 Grad auch relativ okay. Das könnte man noch ausgleichen. So, und jetzt würden wir ihn verfehlen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir gehen auf Umlaufbahn Prograde und geben so lange Geschwindigkeit rein, bis die beiden beieinander sind. Wir markieren uns den Schnittpunkt hier mit der rechten Maustaste. Und jetzt geben wir ein bisschen Schub rein. So, und jetzt ist so der Punkt erreicht. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zurück noch mit RCS. Vorwärts, mal gucken. Ja, 1,8 scheint so das Best-Case-Szenario zu sein mit dem Kurs, den wir gerade fliegen. So, das ist es. So. Und jetzt gehen wir auf hier hin vorspulen. Machen noch diesen einen Orbit mit, in dem nähern wir uns an. Und werden jetzt Ziel Retrograd untersuchen. Irgendwo muss es sein. Da ist es. Jetzt müssen wir nur noch unser Ziel finden. Das müsste ja auch schon irgendwo über uns sein, ja. Genau. Also in der Map könnt ihr immer den relativen Bezugspunkt ganz gut erkennen. Also viel besser als das wird es nicht mehr. Das heißt, wir bremsen jetzt die Geschwindigkeit rein. Jetzt sind wir grob im gleichen Orbit und jetzt fliegen wir drauf zu. 1,8 Kilometer. Also ich mache jetzt mal wieder so 20 Meter pro Sekunde rein, weil wir haben noch genug Sprit und wir müssen das Ding nicht mitnehmen. So. Das geht dann relativ flink. Deshalb dann auch rechtzeitig umdrehen, wenn wir dran vorbeifliegen und beginnen zu gegenbremsen. Sonst kachelt man nämlich an der ganzen Geschichte vorbei, irgendwo ins Weltraum, in den Weltraum weg. So. Was man jetzt machen kann, man kann sich nochmal ein Docking gönnen, um den Treibstoff aus dieser Kiste noch rauszuziehen. Das kann für den Rückflug eventuell interessant sein. Ob ihr das als Aufwand gehen wollt, das müsst ihr selber wissen. So, ich für meinen Teil werde das schnell mal machen, weil es flink genug geht, dass das kein Problem ist. Oder kein Problem sein sollte. Mal gucken, ob es dann wirklich keins ist. Also wieder gleiches Docking-Prozedere wie sonst auch. Kiste sauber ausrichten, arretierten Kameramodus rein und dann rüberschwenken und so ein bisschen zurück. So. Sieht auch schon ganz gut aus.
Alles in allem dürfte das funktionieren, hätte ich mal gesagt. Wie ist unsere seitliche Abweichung? Oh, das sieht auch ganz gut aus. Muss eigentlich nichts mehr passieren. Höhe ist auch okay. Und dann bringen wir ihn einfach übereinander. Auch nicht immer ganz einfach bei so kleinen Raumschiffen. Und dann SRS raus. Und den Rest lassen wir einfach den Magnetismus machen. So. Wichtiger Punkt dabei. Wenn wir jetzt umsteigen, ist ganz wichtig, dass einer bitte nochmal aussteigt und diese Daten aus dem Container mitnimmt. Sonst bleiben die dann nämlich zurück. Also das Ding hier ist an sich super, aber wir brauchen die Daten aus dem Container. So, ein bisschen ad hoc losgelassen. Genau, dafür einmal irgendwie mit dem Wissenschaftler, es geht auch mit jedem anderen Körbel natürlich, hin, Daten nehmen und dann einfach mit den Daten im Gepäck in den anderen Pod einsteigen. Dann passt das schon. Dann sind die nämlich jetzt alle hier drin. Da überstehen die dann auch so eine Landung ganz gut. Den zweiten Körbel können wir ganz gut über einen Crew-Transfer rüberbringen. Also Bill einfach per Transfer hier drüben einmal drin mit links draufklicken. Thema durch. Und wenn ihr dann hier mit rechtsklick diese Kapsel anklickt und dann mit Alt gedrückt halten, rechtsklick diese Kapsel anklickt, oder diesen Tank anklickt, könnt ihr mit diesem Interface den Sprit absaugen, der da noch drin ist. Weil schadet ja nicht, ihn zu haben. Genau das gleiche geht übrigens auch mit dem Monotreibstoff, wenn ihr den noch mitnehmen wollt. Und sobald ihr dieses Ding hier totgelegt habt, also euch den gesamten Treibstoff geschnappt habt, dann dockt ihr ab und geht in der Umlaufbahn schon mal auf Retrograd, sage ich schon, auf Prograd. Und wir gucken mal, wann das soweit ist. Naja, unser Winkel ist nicht besonders ideal, um es mal so zu formulieren. Aber wir können das eigentlich jetzt machen. Wir können nämlich in wenigen Minuten ein Manöver machen. Das bringt uns zumindest mal zurück in die Körbenumlaufbahn. Den Rest bremsen wir dann, weil wir haben über 3000 Meter pro Sekunde. So. Das ist aus dem Polarorbit natürlich nicht ganz so schick. Das ist auch wirklich Minmusflucht. Und wo landen wir dann? In einer Körbenumlaufbahn. Ja, sehr gut. Okay, also wir machen das. Und dann geht's los. So, was jetzt noch total hilft, ist natürlich hier wieder mal den Schub hochzuziehen. Den hatten wir von vorhin sehr niedrig. Und dann sollten wir in sehr kurzer Zeit den Minmus verlassen. So, wenn wir das gemacht haben, dann können wir einmal den Zeitraffer anschmeißen. Die Landefähre bleibt quasi in der Minmus-Umlaufbahn zurück. Ihr könnt jetzt so Dinge tun, wie mit dem Monopropellant sie natürlich noch crashen lassen. Das ist potenziell möglich, wenn ihr die loswerden wollt. Ihr könnt sie auch einfach in der Tracking Station nachher löschen. So, sobald wir in der Körbenumlaufbahn wieder sind, gehen wir auch hier wieder retrograd und gucken uns unsere Periapsis an. Mit Rechtsklick können wir die einmal einrasten. Wie gesagt, wir haben noch sehr viel Sprit übrig durch dieses Apollo-Konstrukt. Und jetzt bremsen wir das Ganze runter auf einen Wiedereintritt. Das sind dann so ungefähr 35 Kilometer, wenn ihr nicht mehr bremsen wollt. Also nicht nochmal bremsen wollt. Zum Schluss ein bisschen gefühlvoller, weil es geht dann relativ schnell. Wir haben natürlich noch Treibstoff, das heißt, wir werden unseren Körbels das ein bisschen erleichtern. Das heißt, wir machen jetzt einen Zeitraffer bis hier so. In 9 Tagen. Und dann bremsen wir nochmal. Wie gesagt, ansonsten auf 35 Kilometer Höhe wäre der direkte Wiedereintritt, wenn ihr nicht mehr so viel Sprit habt nach eurer Mission. Und hier seht ihr jetzt, das war
eine Übertragung von Daten von unserer Bodenstation, die jetzt durchgekommen ist nach ein paar Tagen. Das passiert dann in regelmäßigen Abständen mal und gibt euch ein bisschen Kohle noch mit rein. So, hier seht ihr die Orbitwerte. Ansonsten gibt es natürlich auch noch den Map-Modus. Und wir gehen jetzt noch ein bisschen flacher erstmal, bevor wir bremsen. Denke mal, so bei 200 Kilometern Höhe können wir langsam mal die Handbremse reinhauen. Und jetzt geben wir Vollschub retrograd, um unsere Umlaufbahn zu verlangsamen. Und ihr seht, dadurch sinkt auch unsere Periapsis. Und was ich jetzt mache, ich lasse jetzt das Ding einfach komplett ausbrennen. Dann kriegen wir einen schönen Splashdown hier vorne hin. Relativ langsam Wiedereintritt für die ganze Kiste auch. Und müssen uns nicht Sorgen darum machen, dass hier irgendwas zu schnell passiert. Hitzeschild haben wir sowieso dran, auch das hilft uns. Und ich hoffe für euch, ihr habt eure Wissenschaftsdaten mitgenommen, dass die hier sind, weil das ist ja eigentlich der Sinn und Zweck dieser ganzen Mission, haufenweise Wissenschaft einzusammeln. Wenn ihr die jetzt natürlich im Lander gelassen habt, dann habt ihr direkt eine gute Folgemission, um dann nochmal hinzufliegen und die Sachen abzuholen. So, ihr seht, wir sind mittlerweile hier vorne irgendwo mit dem Bremsen. Ich bremse noch ein bisschen weiter. Das hätte man alles auch ein bisschen flacher haben können. Ich habe einfach den Treibstoff gerade. Ansonsten, wie gesagt, ganz normaler Wiedereintritt. Aber auch hier direkt abgebremst funktioniert das potenziell. Fallschirme sind dran. Dann hoffen wir mal, dass die zwei Stück reichen. Das haben wir bisher auch noch nicht getestet, ne? Und hier sind noch die letzten 1000 Meter pro Sekunde an Sprit, die wir gerade rausbrennen, während wir uns langsam aber sicher der Atmosphäre nähern. Wir werden dann gleich abkoppeln und uns mit dem restlichen Monotreibstoff, den wir haben, noch ein bisschen seitlich versetzt von der Kapsel wegdrücken, sodass wir da einen Sicherheitsabstand während dem Wiedereintritt haben. Und dann gucken wir mal, wie viel unsere drei Helden gleich an Wissenschaft mit nach Hause bringen. Ich denke, das ist ein bisschen was. Wir haben drei Landungen durchgeführt. Mal sehen. Ich will gar nicht mutmaßen, aber allein die drei Bodenproben sind, ich glaube, 150 pro, ne? Das sind 450 Wissenschaftspunkte. Ich bin da mal ganz zuversichtlich. Ich bin da mal ganz zuversichtlich. So, Treibstoff ist gleich empty und wir sind auch gleich Richtung Atmosphäre unterwegs. Das heißt, was wir jetzt machen, ist als nächstes, wir trennen uns von dieser Stufe. Das hat nicht so gut funktioniert. Wir trennen uns von dieser Stufe, das hat besser funktioniert, und schieben uns mit dem Monopropellant von der ganzen Geschichte weg. Gut, und dann heißt es Wiedereintritt. Los geht's. So, schauen wir mal, wie schnell das Ganze wird, ob das überhaupt reicht. Ja, doch, der Hitzeschild wird trotzdem genutzt. Das ist ja schon mal viel wert. Wir kriegen jetzt durch diesen sehr steilen Wiedereintritt auch eine sehr hohe G-Last für einen kurzen Moment drauf, weil wir sehr schnell abgebremst werden. Also guck mal, sonst machen wir immer so Eintritte mit 2 oder 3G. Jetzt sind wir gerade auf 6G hoch. Also je steiler euer Wiedereintrittswinkel, umso höher werden diese G-Belastungen und irgendwann, wenn ihr mit Kerbal Blackouts spielt, könnt ihr auch bewusstlos werden dadurch. Das kann man einstellen, die Schwierigkeiten. Ich habe das jetzt hier nicht aktiv für das Tutorial. Und dann, wenn die Fallschirme irgendwann stabil sind, können die auch schon mal raus. Und ich mache jetzt den Zeitraffer ein bisschen an, dass wir in Richtung des Full Deploys der Fallschirme kommen. Und dann sinken wir mit gediegener Geschwindigkeit zu Boden und haben unsere Minmus-Aufgabe abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir beenden heute das Tutorial und auch den Stream damit, dass wir gleich noch gucken, was denn unser Folgeauftrag ist, damit ich dann schon mal einen guten Titel für die nächste Folge habe, weil ich weiß, was wir tun. Ich bin sehr, sehr gespannt, was unsere nächste Mission ist. Und vorher kommt hier aber noch der Splashdown. Jawohl.
und das Bergen unseres Raumfahrzeugs. Jetzt kommt einmal der große Trommelwirbel. Wie viele Wissenschaftspunkte gab das denn? Es gab, Trommelwirbel, 1624 haben wir insgesamt, 1497 haben wir verdient auf dieser Mission. Ordentlich. Die Crew ist auf 2 Sterne hochgegangen. Gute Crew. Und wir werden als nächstes ich weiß nicht, warum er nicht gezählt hat. Das Umsteigen. Verdammte Axt. Ich glaube, ich muss noch mal kurz zwischendurch nach Minmus fliegen. Ich glaube, das Umsteigen hat ihm die Mission kaputt gemacht. Irgendwie hat er es nicht begriffen. Ich kann euch nicht sagen, was die Folgemission sein wird, denn sie ist nicht gezählt worden. Hervorragend. Hervorragend. Das ist natürlich sehr ärgerlich, wenn er das mit dem Umsteigen nicht macht. Funktioniert auch sehr gut für ein Tutorial, das euch komplett falsch zu zeigen. Das ist sehr schade, weil das normalerweise eigentlich funktionieren sollte, dass das mit dem Umsteigen klappt. Dann müssen wir nächstes Mal nochmal kurz hin mit einem richtigen Raumschiff. Ich habe da aber auch schon eine Idee, wie wir das machen. Wir haben da nämlich noch ein paar Guys im Orbit. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss. Thank you.